hallelujah, since I laid my burden down. Wenn ein Mädchen kommt und sagt, mir ist gerade die Jungfrau Maria erschienen, wenn hier jemand auftauchen würde heute, würden wir auch sagen, geht's dir nicht gut? Hast du was geraucht oder so? Ich habe ein völlig verkorkstes Bild von den Katholiken gehabt. Ich habe einfach gedacht, das ist irgendwo so eine Art Okkult. Urgroßvater bei der Armee, mein Vater bei der Armee, mein Opa bei der Armee. Also eigentlich gab es nichts anderes für mich. Das ganze religiöse Dasein, es hat mich beeindruckt. Ich war auch vorher schon Christin, gläubige Christin, eben einer anderen Konversion. Und ich habe mich einfach zu etwas anderem hingezogen gefühlt, zugehörig gefühlt. Und das vollziehe ich jetzt gänzlich mit dem Schritt der Firmung. Der Friede sei mit dir. Haben viele Leute zu mir gesagt, ja, nee, dann, das kann dir nicht schaden, dann fährst du halt mal durch die Grotte durch. Und wenn bei dir auch ein Wunder passiert, dann ist schön, und wenn nicht, dann eben nicht. Irgendwann ist man so gestresst, dass man einfach die Schnauze voll hat. Und dann sagt man einfach nur, lieber Gott, macht halt ein Wunder passiert, dass das alles ein Ende hat, und dann passiert trotzdem nichts. Dieser Ort ist für viele Menschen, ob sie religiös sind oder nicht religiös, ein Ort der Hoffnung. Und gerade in Zeiten, wo es den Menschen schlecht geht, da haben sie das Gefühl, sie brauchen so einen Anker für einen Lebenshalt. Hallo, moin moin und allerherzlichst willkommen zur 75/14/10. Sendung der modernen Kriege. Oder sind die Kreuzzüge wirklich vorbei? Eine religiöse Geschichtsstudie auf Basis der Bibel. Weil wenn man etwas nicht an die Bibel hält, nichts Sinn macht. So einfach ist das. Sinn machen. Ich möchte mal eben sagen, wir hatten gerade eben so das Wort Schnute gebraucht hier. Bevor die Kamera jetzt lief. Also nein, die Kamera lief schon, aber das, bevor die offizielle Aufnahme lief, die jetzt läuft. Schnute, da möchte ich euch mal ein Bild zeigen. Der Text ist Englisch und ich werde ihn für diejenigen, die des Englischen nicht mächtig sind, gerne ins Deutsche übersetzen. Das Lama, das hier interviewt wird, oder ein ähnliches Tier, ich habe jetzt nicht geguckt genau, was das ist, sagt hier: Alles, was ich weiß, ist, dass die Menschen Jesus brauchen. Da hat das Tier vollkommen recht. Wir brauchen nichts außer Jesus in unserem Leben. Warum? Weil Jesus der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Er ist der einzige Weg, der zum Vater führt und der uns wieder versöhnen kann, nachdem der erste Adam uns in das Verderben geführt hat durch den Ungehorsam. Jesus mit seinem Gehorsam bis zum Tod am Kreuz kann uns zum Vater bringen. Und selbst die Tiere wissen, dass alles, was der Mensch braucht, nur Jesus ist. Aber wenn alles, was wir brauchen, nur Jesus ist, warum kennen die meisten ihn dann nicht? Warum verstoßen ihn die meisten und warum verhalten sich die meisten so, dass sie nicht nur gegen seine Regeln verstoßen, sondern dass sie auf so eine Art und Weise gegen seine Regeln verstoßen, dass es für ihn schon fast schwerfällt, uns überhaupt kennen zu wollen. Weil so kennen kommt ja von beiden Seiten. Und der Vater weiß das. Und der Vater zieht zum Sohn. Und der Vater zieht nur wenige zum Sohn. Leider, er hätte so viel mehr ziehen können. Wenn wir uns doch ein wenig mehr auf das konzentrieren würden in diesem Leben, was wirklich wichtig ist. Und so ein kleines Tier, auch wenn ihm hier natürlich die Worte in die Schnauze gelegt werden oder in die Schnute gelegt werden, ist teilweise schlauer als viele Menschen. Meine Mutter hat so einen tollen Spruch, den fand ich von klein auf schon immer gut. Die hat immer gesagt, wer den Menschen kennt, der liebt die Tiere.
Da hat sie nicht ganz Unrecht mit. Und das ist hier so ein Spruch, wo ein Tier uns jetzt sagt, wo es lang geht. Natürlich, der Spruch ist dem Tier vom Menschen aufgelegt. Das Tier selbst sagt das nicht. Das einzige Tier, von dem ich weiß, dass es jemals gesprochen hat, da gibt es zwei in der Bibel. Das ist die Schlange, die damals noch anders aussah als heute, als sie Eva verführt hat. Und das war der Esel von Balaam, der auch gesprochen hat und gesagt hat, ey, warum trittst du mich eigentlich, du Idiot? Naja. Das Idiot hat er nicht gesagt, das ist kein Wort, das in die Bibel passt, aber das ist das einzige andere Tier, von dem ich weiß, dass es gesprochen hat. Dieses Tier hat nicht gesprochen, aber es bringt die Essenz, es bringt es wirklich auf den Punkt. Danke, Michael, für diese schöne kleine Serie, die du machst, auf den Punkt. Ja? Das, was das Tier sagt, ist auf den Punkt. Alles, was wir brauchen, ist Jesus Christus. Also lasst uns doch probieren, Jesus Christus zu entdecken. Weil gerade in einer Welt, wo es einem so schwierig gemacht wird, Jesus Christus zu finden und den Vater zu finden, weil viele Dinge keinen Sinn machen, gehen wir auf der Suche oder auf die Suche nach dem Sinn des Lebens. Und den finden wir ganz klar erklärt in der Bibel. Und wenn wir die Bibel lesen und wenn wir den Vater dadurch kennenlernen und unsere eigene Geschichte kennenlernen, wissen, wo wir herkommen, warum wir hier sind und wohin wir gehen, dann lernen wir auch Jesus Christus kennen. Und dann wird dieses Tier irgendwann mal recht haben, wenn es sagt, alles, was ich weiß, ist, dass die Menschen Jesus Christus brauchen und dass viele Menschen dann auch hoffentlich zu Jesus Christus gekommen sind. So, und jetzt mache ich diese süße Schnute hier mal aus dem Bild und hol zwei andere Schnuten ins Bild, Gerald und Marius. Ja, aber bitte ohne Bild, ne? Also erstmal hallo und erstmal danke für diese schöne Einleitung. Ja, guten Abend. Wie war der Spruch dann, den du genannt hast mit den Tieren und Menschen? Ich kenne ein anderes Spruch, das mir erzählt wurde, und der lautet, wenn du Musik hörst, da kehre ein, da sind gute Menschen dort. Spätestens nach der oder ja, nach der Agenda und Medienagenda von Michael kann ich jetzt diesen Spruch nicht mehr unterschreiben. Naja, es hängt ab davon, welche Musik, ne? In der Bibel wird ja auch mehr oder weniger propagiert, dass wir Musik machen und hören sollen. Aber es sind die Psalmen. Wir sollen die Psalmen singen. Wisst ihr eigentlich, dass die Psalmen als Lieder geschrieben wurden? Deswegen steht dieses Wort Selah da oftmals zwischen. Die Psalmen sind eigentlich Lieder. Und früher haben die Menschen die Psalmen gesungen. Und das macht man zur Ehre Gottes. Nicht ad majorem Dei gloriam, wie die Jesuiten einem erzählen wollen, sondern wirklich zur Ehre Gottes singt man sein Wort. Die Psalmen, die hauptsächlich von, wenn ich mich nicht irre, David und Salomon geschrieben wurden. Ja? Hauptsächlich David, glaube ich. Und das sind wunderschöne, auch wunderschöne Melodien, die kann man auch teilweise noch finden. Und wenn ihr das nicht wisst, ich habe hier ein Buch liegen, also dass der Marius so einem das Stichwort gibt. Ich habe vor einiger Zeit, das habe ich ja glaube ich schon mal erzählt in dieser Sendung, ich habe in Holland Bibeln bestellt, weil ich meinen Taxikunden manchmal eine Bibel gratis mitgebe. Und die Bibel, die ich da bestellt habe, ist die Statenvertaling von 1618. Das ist also im Grunde die niederländische Version der König James Bibel. Und da bei den 10 Bibeln, da war ein Heft damit bei. Und dieses Heft halte ich gerade hier in den Händen und da steht: Singt Psalmen unseren Gott der Ehre. Was auf Deutsch heißt: Singt Psalme unserem Gott zur Ehre. Wie die Psalmenbereimung von 1773 entstand. Und ich hatte das mal angefangen zu lesen, schon eine Zeit lang her, ich muss es nochmal lesen. Aber da steht auch drin, auch wo man diese teilweise noch kriegen kann und wer die Psalmen dann in der Form geschrieben hat, sodass man sie auch singen kann. Und da sind sogar Noten und alles bei. Hier geht es um den Lobgesang von Zacharia zum Beispiel, was da drin ist. Ja, und wenn wir ja schon eben über Musik sprechen, oh, Entschuldigung, Gerald, das geht natürlich jetzt von der normalen Sendezeit ab. wenn Ja, wir jetzt mach, schon, mach bitte. Alles gut. Wenn wir jetzt schon über Musik sprechen, dann mal eben sagen von ja, natürlich, wo Michael und ich diese satanische Medien- und Musikagenda gemacht haben, das war euch aufzuzeigen, dass das, was hier in dieser Welt als populäre Musik dient, wobei ich ehrlich sagen muss, inzwischen, also wer die Serie gekannt hat, der schreibt das populär, popolär. Ja? Das ist dann eine populäre Musik.
Aber es gibt wirklich Musik, die Gott verherrlicht. Und das ist das Singen der Psalme. Und da kann man sich ja mal mit beschäftigen und könnte mal ein wenig die Melodien raussuchen, die passenden Psalme dazu. Wäre ja mal ganz interessant. Vielleicht kann der Gast, der uns in wenigen Tagen einmal hier begleiten wird, ja in der Zwischenzeit vielleicht mal einen singen. Der hat ja früher schon öfter gesungen. So, und dabei will ich es jetzt gerne belassen. Ja, okay, genau. Also vielen Dank nochmal für die Einleitung. Und ja, jetzt muss ich natürlich hier wieder irgendwie die Überleitung bringen zum Skript für heute. Und ja, das Skript für heute schließt sich natürlich thematisch wieder an das von letzter Lesung an. Das heißt, wir waren ja da mehr oder weniger, erinnert euch noch über diesen Sebastian, diesen Soldatenheiligen da gestolpert und haben festgestellt, dass da eben auch vor allem in Rio de Janeiro angebetet wird und dort zu seinen Ehren eine Kathedrale errichtet wurde, die auch eine sehr ja, hohe Bedeutung in der römisch-katholischen Kirche hat. Und über diesen Soldatenheiligen haben wir uns ja dann ein bisschen informiert. Genau, hier seht ihr nochmal diese Kathedrale, über die wir ja schon gesprochen hatten. Und ja, und wie es eben manchmal so ist, ne, der Zufall spielt da auch ein bisschen mit einer Rolle, bin ich dann ja auf ein Bild gestoßen. Das habt ihr schon mal kurz gesehen. Jörg, du kannst mal kurz weiter runterscrollen, genau in dem Skript hier, nochmal auf das nächste. Und dann seht ihr im Prinzip genau das hier, genau das hier. Da seht ihr sozusagen das erste Bild von oben. Im Prinzip eine ähnliche Pyramidenform. Erinnert euch, wir hatten das Bild schon mal gezeigt. Und das ist hier ja, mehr oder weniger die ähnliche Grafik übertragen auf diese Pyramide. Ne? Weil wenn ihr das seht, oben in der Pyramide ist ein Kreuz eingelassen gewesen. Das heißt also, da sind sozusagen symbolisch also diese Ecken, die ihr hier von diesem Werk hier seht, nachempfunden. Und ihr habt hier in Form von diesen ja, sich kreuzenden Straßen eben auch wieder diese Kreuzform. Ne? Und ihr seht halt, dass diese Pyramide eben nicht voll zu Ende gebaut wurde, sondern eben ja nur sozusagen geistig zu Ende gebracht wird. Und das ist natürlich genau das, was natürlich dann auch diese zufälligerweise natürlich dieser Agenda entspricht, dass sozusagen dann irgendwann alles zu dieser großen geistigen Einheit verschmelzen soll. Und das ist hier in Form eines Kunstwerks gut dargestellt. Und ja, können Sie ja sehen, ne, der Name Pyramide des Geistes trifft es halt dann auch entsprechend und ist eben aus dem Jahr 1986. So, und bevor wir jetzt mit dem... Darf ich mal kurz eine Frage stellen? Ja. Glaubst du, dass das zwischen Anführungszeichen Zufall ist, dass 1986 dieses erste allgemeine ökumenische Treffen in Assisi war? Tja, jetzt bringst du mich natürlich... Naja, es wird einem natürlich also, nicht erzählt, aber... Das war jetzt aber natürlich rhetorisch gemeint, weil ich denke mal, das weiß ich natürlich nicht. Da bist du natürlich sehr gut drin, diese Dinge geschichtlich da anzubringen. Aber wenn das denn tatsächlich so wäre, wäre das natürlich schau mal, ein wir sehr, haben hier sehr interessanter Hinweis. Ökumenismus, ja. Da habe ich ein paar Bilder zu. Ja. Und... da ist doch dieses Treffen in... Oh, warum ist das jetzt hier nicht drin? Ich habe das Bild da sonst immer bei. Erzähl noch mal weiter. Ich suche noch mal weiter. Normalerweise müsste das dabei sein. Ecumenism. Ja. Da ist das Bild von Assisi in 1986. Hier, da muss ich es mit Assisi suchen. Hier, Assisi. Das ist das weltökumenische Treffen und da... Papst Johannes Paul II., der wieder mal am Schlafen ist. Da seht ihr hier den Vertreter der orthodoxen Kirche, hier auch, also griechisch-orthodox und russisch-orthodox und hier einen katholischen Priester und hier Dalai Lama und Buddhismus und Wafaini alle, Shintoismus, alle Vertreter hier. Und das ist von 1986. So, und mein Punkt ist jetzt ganz einfach, ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass hier 1986, das war übrigens am 1. Oktober, 27, ja, 1. Oktober, 20 Minuten, 1, 27. Oktober 1986 war dieses Treffen,
hier ein anderes Bild davon, wo sie hier stehen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass die Pyramide des Geistes 1986 hier vorgestellt wird und gleichzeitig, dass das Jahr ist, wo eben dieses erste ökumenische Treffen stattfindet. Das wäre ein zu großer Zufall, deswegen die Frage. Das könnte natürlich nur noch dann ein Zufall sein, wenn das ein ganz unbedeutender junger Künstler ist, der rein zufällig so ein Kunstwerk eben genau zu so einem Datum, zu so einem wichtigen Datum, was mir wie gesagt selber jetzt nicht bekannt war, also danke dafür, Jörg, dass der das da zufällig dann eben veröffentlicht. Ne? Und das ist natürlich jetzt die Frage, ne? Was ist das da für ein Mensch? Also müssten wir uns jetzt eigentlich mal mit diesem Arnaldo Pomodoro mal etwas genauer beschäftigen. So, und da bitte ich dich einfach mal, das Skript mit dem Arnaldo mal zu öffnen. So, und hier braucht ihr erstmal nicht erschrecken. Ich habe hier nämlich, das können wir erstmal überspringen, hier noch ein paar Zitate mal eingefügt, die mir vielleicht, wenn wir da noch Luft haben sollten, nochmal am Ende der Sendung nochmal anholen. Das müssen wir aber jetzt nicht machen, Jörg. Wir können mal ein Stück weiter runterscrollen. Und zwar bist du zu dem, weiter, das ist ein Kommentar von dir, den habe ich auch nochmal mit eingefügt, das lassen wir es mal bei, genau. So, und zwar, genau, geht es jetzt hier um diesen Arnaldo Pomodoro. So, und der hat oder ist vor allem deswegen ja bekannt geworden, weil er eine bestimmte Plastik ja, entworfen hat. Und diese Plastik oder diese Skulptur oder wie man das jetzt bezeichnen möchte, das dreht sich mehr oder weniger immer bei ihm um Kugeln. Genau genommen um Bronzekugeln. So, und ihr seht, der Arnaldo Pomodoro, der ist nicht mehr jung, 1926 geboren und ja, lebt also immer noch, wird wahrscheinlich sogar immer noch arbeiten. Und wenn ihr jetzt hier mal einfach mal bei diesem Kunstkanal mal lest, ne, dann könnt ihr hier sehen, dass dieser Arnaldo Pomodoro auf der ganzen Welt eben für seine Bronzekugeln bekannt ist, die sich an symbolträchtigen Orten wie dem Cortelia della Pigna, der Vatikanischen Museen und dem Platz der Vereinten Nationen in New York befinden. Ja, Jörg, ne? Also ich denke mal, hier schon mal mit dem Satz wäre die Frage eigentlich schon beantwortet, ne? Oder? Was denkst du? Ja, man muss halt nur den Link legen, ne? Und dass ja. Du das nicht weißt, sondern ich das weiß, das ist ja schön. Deswegen machen wir die Sendung ja auch zusammen und wir ergänzen uns dann ja auch in der Hinsicht. Und das finde ich gerade das Schöne daran. Aber für mich ist es kein, zwischen Anführungszeichen, Zufall, dass diese Pyramide da entworfen wurde, gebaut wurde, was auch immer, in dem Jahr, wo es dieses ökumenische Treffen geht. Wo es ja beim ökumenischen Treffen darum geht, diese Gegensätze der verschiedenen Regionen unter einen Hut zu, Religionen unter einen Hut zu bringen. Unter die eine Weltreligion, die ja der römische Katholizismus sein wird. Und da ist es doch gar nicht mal so abwegig, wenn man dann diese vier verschiedenen Enden, die man ja hier sieht von diesem hier, jedes Ende steht für eine große Religion, lass uns mal sagen. Und die werden jetzt hier so miteinander verbunden und dann werden irgendwann die Löcher da drin werden gefüllt mit der gemeinsamen Glaubenserklärung zum Beispiel, ne? Ja, zum Beispiel, ne? Aber ihr habt ja gesehen, 86 war zumindest nach oben, kann man jetzt mal sagen, noch relativ viel Luft, oder? Jörg, wie siehst du das? Naja, aber da wurde dann Ende der 80er Jahre schon ganz schön gefüllt, ne? Mit dem von den Scorpions besungenen Wind of Change, ne? Und diesen Zitat von diesem Herrn Gorbatschow, der meinte, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Ja. Naja. Oh Mann, wenn ich überlege, wie ich diesen Song getrellert habe, du. Oh Mann, du nicht alleine. Ja, ja, ne? Wie war man doch verblendet, ne? Wie war man doch unwissend ohne Ende. Ich habe jetzt mal letztens noch mal von mir ein altes Facebook-Bild gefunden, da habe ich irgendwie den Papst mal gepostet, ja, also und drunter geschrieben, ja, was für ein Patriot oder irgendwo so sinngemäß. Es ist furchtbar. Wenn ich das jetzt Jahre später sehe, denke ich mir immer bloß, wie war man doch verblendet, ne? Und deswegen, wie gesagt, ich habe damit kein Problem, weil ich stehe auch dazu. Ich bin da ganz ehrlich, dass ich da früher vollkommen unwissend war. Und ja, das ist eben aber manchmal auch ganz gut. Es gibt einige, die da sich prächtig amüsieren, ja, mit diesem Bild. Und sagen, hier, guck mal, ja, guck mal hier, ne? Das warst du, ja, das warst du vor ein paar Jahren.
Und so ist das halt auch, ne? Wenn man dann eben das mal vergleicht und eben solche Sachen nochmal zu Gesicht bekommt, dann stellt man fest, dass man eben doch sich ein bisschen, ja, ein bisschen gehörig entwickelt hat, ne? Also dass man da schon eine Strecke zurückgelegt hat. Und das ist eben das Schöne dran, dass man halt eben so einen Fortschritt halt dann tatsächlich dann wirklich mal bemerkt. So, aber genau, es geht ja jetzt hier nicht um uns. Es geht um diesen Arnaldo Pomodoro und ihr seht, dass dieser Mensch also kein in Anführungszeichen normaler Künstler war, sondern der hat richtig Reputation. Der ist einfach mal bekannt und das ist natürlich kein Zufall, wenn der laut dieser Seite seit 60 Jahren Skulpturen geschaffen hat. 60 Jahre, ne? Also das schaffen manche nicht mehr, ne, so lange tätig zu sein. Und ich würde auch mal behaupten, dass jemand, der so lange da an so einer Sache arbeitet, dass es dem nicht nur ums Geld geht. Ne? Da steckt mehr dahinter. Ne? Und wenn ihr dann auch sehen werdet oder seht, wo diese Sachen ausgestellt werden, dann seht ihr auch, dass da noch eine geistige Komponente mitschwingt, die als Triebfeder definitiv hier mit vorhanden ist. Ne? Und da legt man auch schon gleich nochmal wieder, ne, den Link zu den Künstlern, mit denen wir uns letztens auseinandergesetzt hatten, den Timothy Schmalz, ja, dieser Mensch, der da diesen obdachlosen Jesus da auf der gesamten Erdkugel verteilt und dort mittlerweile schon über 100 Kopien angefertigt hat. Und auch hier, ne, werdet ihr gleich sehen, haben wir einen ähnlichen Werdegang und einen ähnlichen Effekt. So, aber gut, gucken wir mal weiter. Scrollen wir mal ein Stück weiter nach unten, Jörg. Genau, und da gucken wir uns mal eine von diesen hunderten Kugeln, die er da geschaffen hat, mal an. Hier seht ihr ihn also auch jetzt. Sphäre innerhalb der Sphäre. Ich meine, das Bild kennt man ja von bei den Vereinten Nationen. Da steht das Ding ja draußen, hast du ja auch gerade gesagt. Aber ja, bei Sphäre muss ich doch wieder an Bono denken. Die Fliege in der Sphäre, ne? Ja, ne? Was für ein Zufall, ne? Ja. Ne? Da haben wir doch mal wieder mal einen Link gelegt, ne? Das heißt also, was hier natürlich geistig gebaut wird, ne? Das ist natürlich was hier in diesen Skulpturen natürlich euch gesagt wird, ne? Weil in diesen Skulpturen kann man natürlich auch viele Informationen reinbringen. Ne? Und wenn ihr jetzt mal diese Skulptur mal als Symbol mal anschaut, ne? Können wir ja mal zusammen machen, Marius, vielleicht auch, was für Gedanken habt ihr, wenn ihr diese Kugel, diese Sphäre innerhalb der Kugel seht? Das ist doch so ein bisschen so, naja, das hat doch eine gewisse Symbolik, oder? Naja, also natürlich denkt man erstmal natürlich an die sogenannte Erdkugel, wobei die Erde ja keine Kugel ist. Mhm. Und ja, dass es halt einen inneren und einen äußeren, eine innere und eine äußere Ummantelung gibt. Ich weiß, ich fand das immer ganz merkwürdig, wenn ich das Ding da bei den Vereinten Nationen gesehen habe und er hält ja hier im Grunde dasselbe in der Hand. Er hält sogar dran rein, ne? Guck dir das mal an. Ja, ja, man kann reingucken. Kann man bei den Vereinten Nationen, glaube ich, auch, ne? Nur das ist viel größer, ne? Er hält das hier in der Hand, aber bei den Vereinten Nationen ist, glaube ich, mannshoch oder selbst größer als ein Mensch hoch, ja, da, wo es davor steht. Und da steht das auch, glaube ich, irgendwie nicht so frei, sondern auf Stäben oder an Säulen gelehnt oder was in der Richtung. Ich kann mich da jetzt nicht mehr ganz dran erinnern, aber so in der Richtung ist das da. Ich fand das immer so eine abartige Darstellung der Erde. Das, das war der Gedanke, der bei mir aufkam. Vor allen Dingen mit dem, dass sie aufgebrochen war, dass eben da eine neue Erde rauskommt, aber nicht die neue Erde, die neue Schöpfung, die unser Vater uns verspricht, sondern die neue Weltordnung, die hier geboren wird. So, da würde ich dran denken. Ja, das ist ein sehr guter Gedanke. Und Marius, vielleicht nochmal auch mal die Bitte, ja, nochmal, kannst du das nochmal von der UNO da mal bitte raussuchen, weil das habe ich hier nicht mit eingebaut. Leider. Was ich da noch sehe, also ich finde diese Kugel so ein bisschen unheimlich, wenn man die jetzt mit der Erde assoziiert und jetzt, dass da jetzt die eine Sphäre oder die eine Schale wegbricht und dann die neue präsentiert wird. Man sieht ja, dass das Innere, da die innere Kugel, das ist ja auch so ein bisschen offen und da sind ja irgendwelche, das sieht irgendwie industriell aus. Das ist nicht natürlich, das ist irgendetwas, was wirklich künstlich geschaffen und eine Assoziation zu einer Maschine hat.
Irgendetwas Maschinelles, irgendetwas nicht Natürliches. Ja, dann denkt man an Metropolis, den Film aus den 30er Jahren sicher, und natürlich heutzutage an künstliche Intelligenz, die sie einem verkaufen wollen, ne? Ja. Ja. Also das finde ich schon mal gut, dass ihr dieselben Gedanken habt, auch wie ich es habe. Deswegen, das war mir jetzt mal wichtig, dass ich das mal von euch mal höre, ne? Weil es kann ja sein, dass ihr da irgendwie was ganz anderes seht, aber dass das hier sozusagen eine ja, Neugeburt ist. Ja, ihr seht also hier diese neue. Ah, danke, Marius. Ja, ne? Also hier sehen wir es auch, ne? Diese aufgebrochene Kugel, ne? Und jetzt muss ich mal natürlich gucken, ist da jetzt auch die neue Kugel drin? Doch, ne? Ist ein bisschen angedeutet, oder? Ja, hier drin ist sie, hier, siehst du, im Ja, inneren doch, Teil, okay. Ja, kommt da aber die ist raus. ziemlich zerlegt auch. Ah, die Ja, kommt doch raus. also es ist nicht an Pfeiler gestützt oder so, was ich gemeint habe, sondern es ist halt umrandet hier in so einem, dass man da nicht so einfach hingehen kann, ja. Ja, ne? Und was natürlich jetzt hier auffällt, ist, dass diese Kugeln eben immer verschiedene ja, Stadien darstellen, dieser, sagen wir mal, Wiedergeburt oder Neugeburt. Ja, also das ist immer dasselbe Thema. Ja, aber es sind eben immer unterschiedliche Stadien, die da sozusagen gezeigt werden. Ne? Das kann man ganz deutlich hier erkennen. Ne? Und dass das natürlich hier auch in dieser kleinen Kugel, ne, mit den Ähnlichkeiten der äußeren Kugel, ne, sehr verwandt ausschaut, ist natürlich insofern auch interessant, weil wir wissen ja, dass die Kirche unveränderlich ist. Ne? Und das, was sozusagen damals, das Alte, ne, was sozusagen, ne, vergangen ist, zum Beispiel eben das heilige Römische Reich Deutscher Nation, ne, dass das zum Beispiel jetzt hier, ne, von der Anlage wieder in diese neue Geburt, in diese neue Weltordnung mit eingepflanzt wird. Ne? Deswegen könnte man auch sagen, dass das ja mehr oder weniger tja, eine Neugeburt der alten Weltordnung wäre. Ne? Und wenn wir uns das überlegen, ne, Marius, Jörg, dann würde ich mal sagen, Ja, die neue ne? Weltordnung ist ja gar nichts anderes als die Ja, alte Weltordnung eben, ja. wiederhergestellt, ne? So ist es. Und Weil das ist ja immer so. interessant finde ich jetzt bei diesem Bild das römische Gebäude dahinter. Das passt ja symbolträchtig noch besser als das vor den Vereinten Nationen. Ja, und Ja. jetzt hast du hier wahrscheinlich das NATO-Ding oder was gefunden? Nee, das ist auch so was anderes. Das ist Das was ist anderes. etwas Ja. anderes. Das andere vorher im älteren Gebäude, da habe ich was, also ich habe jetzt nur die Bildersuche, das ist jetzt nicht so genau. Ja. Da stand da irgendwas Dublin davor, obwohl die Ah, Gebäude so nicht. ja. Okay. Ja, Dublin, das habe ich im Skript drin. Das gucken wir uns dann gleich nochmal mit an, ne? Ja. Das heißt, es scheint ja schon an wahrscheinlich mehreren Stellen sowas zu stehen. Zumindest sehen wir jetzt hier wahrscheinlich Dublin und der UNO in ähnlicher Darstellung. Was mir noch aufgefallen ist, ich habe in die Bildersuche bzw. in die Suche nur UNO und Kugel angegeben und dann auf die Bilder gegangen. Was ich hier ganz viel angezeigt bekomme dazwischen, sind die Weihnachtskugeln. Was haben jetzt UNO und Kugel mit der Weihnachtskugel zu tun? Alles heidnisch. Das ist wahr. Ja, na, das ist wahr. Ne? Ja, vielleicht ist es auch bloß eine zerbrochene Weihnachtskugel. Ne? Vielleicht machen wir uns hier viel zu viel Gedanken darüber. Ne? Nein, nein, das Ne? ist schon Aber. mehr als das, aber ist schon sehr symbolträchtig und es gibt irgendwo so die neue Geburt an. Ne? Und Ja. von der neuen Weltordnung sprachen sie bereits spätestens im 19. Jahrhundert, wahrscheinlich sogar schon früher. Das kann ich euch alles ganz klar belegen, wenn ich das Buch Kreml und Vatikan lese, weil da kommt das ganz klar drin vor. Ja. Wenn wir mal ein Stück weitergehen im Skript, dann siehst du mal so auszugsweise mal so ein paar Stellen. Die habe ich jetzt auch mal markiert von denen, die ich jetzt hier mit dem Skript angeführt habe. Also einfach mal ein Stück runter. Das ist zumindest das, was Wikipedia rausspuckt. Und das sind aber nicht alle. Ich habe das festgestellt, es sind definitiv nicht alle. Ne? Aber, ja, du Ja, kannst mal überfliegen, ne? Das wir siehst sehen ja du. hier Trinity College Dublin, ne? Ja. Das war wahrscheinlich das Bild, was er uns gerade Genau. da reingegeben hat. Hier nochmal eben kurz zur Erinnerung. Das ist UNO und das ist das Bild dann von Dublin. Und da ist dann das Trinity College, ne? Natürlich Trinitätsuniversität, ne? Logisch, römisch-katholische Kirche, Trinität. Und dann in Tel Aviv, auch sicher, logisch, Teheran, Museum der modernen Kunst.
Na, also sowas. Ein Schelm, das fand ich auch Böses, interessant, ne? ein Schelm, der Böses dabei denkt, ist der Teheran. Ist das nicht so ein Schurkenstaat? Ja, eben, ja, ja, eben. Das ist doch eigentlich nein, das geht doch gar nicht, ne? Oder doch? Ne? Übrigens hier, ne? Tel Aviv, ne? Habt ihr auch gesehen? Ja, ja, ne? habe ich gesagt, ja, Tel Aviv, ja. Israel. Dann, ja. Genau, so, das heißt, und dann gucken wir mal weiter. Und dann, Jörg, genau, nächste Bild, jetzt gucken wir uns mal die Bildersuche an. Das ist von den Vatikanischen Museen. Dieser Vorplatz, ja, wo ihr dann diese Kugel auch nochmal sehen könnt. Ne? Hier auch noch wieder in einem anderen Zustand. Ne? Also hier bricht es anders auf. Ne? Es geht immer um das Durchbrechen und das Aufbrechen. Ne? Das ist halt hier. Oder wir sehen nur die andere Seite, ne? Und die andere Öffnung ist da, sieht ja hier auch, dass es hier größer aufbricht. Kann sein, dass es hier nur von hinten aufgenommen wurde, ne? Das ist die Frage, ne? Das ist die ja, Frage. Auf jeden Fall finde ich es interessant. Wir sehen hier den Tannenzapfenhof, ne? Pinecone-Hof. Und wir sehen hier hinten im Hintergrund ja den großen grünen Tannenzapfen. Wenn die Leute sagen, von warum verehren die denn da einen Tannenzapfen? Ja, Marius, wenn du mal eben in Bildersuche eingibst, St. Peter, also Vatikan, St. Peter und Pinecone, dann findest du dasselbe, weil der größte Tannenzapfen der Welt steht auf dem St. Petersplatz. Das ist ein heidnisches Symbol. Und deswegen wird das unter anderem hier verehrt und deswegen steht das auch auf dem beim Vatikan. Ja? Also wenn du eingibst Vatikan, Pinecone, Marius, müsste deine Bildersuche auch was ergeben. Ja, ich habe jetzt erstmal auf Deutsch angegeben. Tannenzapfen. Das, was jetzt kommt, ist halt noch nicht das aus Rom. Das ist etwas, was in Geralds Nähe ist, und zwar in Leipzig. Da gibt es auch eine Kugel. Aber jetzt suche ich halt den Tannenzapfen. Ja. Was ist das denn? Sieht aus wie ein Sofa da drin. Ja, oder such also einfach Pinecone. Der Pinienzapfen in Cortile del Pigna in den Vatikanischen Museen sehe ich. Ja, das wäre hier. Ne? Aber es gibt den Tannenzapfen auch auf dem St. Petersplatz. Sonst suche ich das mal eben, wenn du das nicht findest. Pinecone Vatican. Also ich weiß ja, dass Rom die Stadt der Obelisken ist, aber dass Rom dann die Stadt der Tannenzapfen ist, das wusste ich bisher noch nicht. Es sind viele Bilder hier, aber es gibt hier. Aber wohl. Dann habe ich ja danach gesucht. Bis jetzt sehe ich es nicht. Es ist irgendwo auf dem Platz da steht er. Ich habe den ja schon mal gesehen. Also ich habe da Bilder schon mal von gesehen. Das ist ja nicht nur hier mit diesem Museum. Aber ihr seht ja jetzt selber hier die Bilder, die wir hier runter machen. Also sehr zentral auch, ne? So ein dieser Tannenzapfen steht offensichtlich im Mittelpunkt, ne? Vatikan Belvedere Palace, Pinecone. Ja? Also hier hast du das im Vatikan im Belvedere Palace. Okay, das ist dasselbe wie hier jetzt. Vatican City and the Giant Pinecone. Okay, da haben wir hier eine interessante Seite. Und hier haben wir den Vatikan und Vatican City and the Giant Pinecone. So, ich würde sagen, ich schlage mal vor, ich werde den Link hier kopieren und den werden wir später in die Beschreibung des Dings führen. Ja. Und da gibt es dann halt eine Beschreibung dazu und da wird eben auch dieser Tannenzapfen da irgendwo erklärt, der also hier steht, aber eben im St. Petersdom selbst oder in der Nähe davon von dem Platz damit beisteht. Also ich werde den Link nachher in die Beschreibungsbox des Videos mal reinwerfen, dann kann jeder sich das selbst mal mit durchlesen. Also genau, das kann ja jeder mal selber mal mitgucken, ja. Ne? Das ist ja dann der Punkt so. Ne? Genau. Und dann, wenn wir jetzt hier mal weitergehen im Skript, dann sehen wir natürlich auch noch hier von einem Regierungsgebäude, ja, in Rom. Das ist nämlich das Außenministerium, da steht das Teil auch. Und ich glaube sogar, das ist der erste Entwurf hier war. Ne, von diesem Teil oder mit eines der ersten bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, aber gut, ne? Und also ihr seht dasselbe, auch hier ähnlich, ne? Und dann hier natürlich in diesem Trinity College in Dublin, ne, hier nochmal von einer anderen Perspektive seht ihr das auch nochmal und es ist natürlich definitiv kein Zufall, vor allem dann nicht, wenn ihr mal weiter scrollt, Jürgen, dann kannst du mal bitte diesen kleinen Text mal anlesen.
Der Loyola Institute Trust und das Trinity College Dublin haben die Unterzeichnung einer überarbeiteten Absichtserklärung für Donnerstag, den 18. Juni 2021, bekannt gegeben. Warum ist der 18. Juni ein interessantes Datum? Weil das der Tag ist, an dem Napoleon bei Waterloo verloren hat. 18. Juni 1815. Okay. Ja. Gemäß den Bedingungen des Memorandum of Understanding, also des Memorandums des Einverständnisses oder des Verstehens, wird der Loyola Trust die Arbeit des Loyola Instituts weiterhin unterstützen und es werden Vorkehrungen getroffen, um die Arbeit und Mission des Instituts in einem einheitlichen Schulkontext zu erleichtern. Einheitlich. Alles muss eins werden. Ne? Mhm. Die Mission des Loyola-Instituts ist es, den katholischen Glauben, soziale Gerechtigkeit, also die römisch-katholische sozialistische Agenda und die zeitgenössische Kultur im Kontext der katholischen Tradition wissenschaftlich zu reflektieren. Ich glaube, so sollte man den Satz verstehen. Das war sehr deutlich. Also ich denke mal, das hat jeder verstanden. In einer zunehmend vielfältigen und komplexen Gesellschaft ist es eine der Hauptprioritäten des Instituts, das religiöse Verständnis durch den ökumenischen Dialog und durch den Dialog zwischen Glaube und Kultur zu fördern. Ökumenischer Dialog, denken wir an das erste Treffen 1986 in Assisi. Ja? Mhm. Die Mission des Loyola-Instituts ist es, akademisch über den katholischen Glauben, soziale Gerechtigkeit und zeitgenössische Kultur im Kontext der katholischen Tradition nachzudenken. Also erst wird es reflektiert, dann wird darüber nachgedacht. Das nennt man kontemplativ sein in der Hinsicht. Ja? Das ist contemplative spirituality, ja? Kontemplative Geistlichkeit ist das. In unserer immer vielfältiger und komplexer werdenden Gesellschaft ist es eine zentrale Priorität des Instituts, das religiöse Verständnis durch den ökumenischen Dialog und durch den Dialog zwischen Glaube und Kultur zu fördern. Das ist ja nochmal derselbe Satz eigentlich, ne? Ja, ja, eigentlich, es ist derselbe. Aber das macht nichts, weil du hast. Der zweite ist derselbe. Der erste ist ja leicht anders, ne? Entschuldigung. Wir fühlen uns geehrt, dass das Loyola Institute die Trinity School of Religion als den Ort gewählt hat, um diese Mission voranzutreiben. Seit fast einem Jahrzehnt trägt das Institut zur Dynamik und Lebendigkeit der Fakultät bei und es ist wesentlich für die Mission der Schule, ein globales Kompetenzzentrum für Religion und Theologie zu sein. Tja, ne? Was für ein Zufall. Ja, und wenn ihr jetzt mal weiter guckt, ne, global heißt natürlich auch über Feindesgrenzen hinaus. Global heißt vor allen Dingen auch universal und universal heißt katholisch. Ja, genau. Ne? So, dann haben wir also auch hier, ne, in Tel Aviv, wie gesagt, an einer Uni, auch dieses Werk von 84. Ja, und dann hier wird natürlich dann... Er ist eines der wichtigsten Kunstwerke, ne, ganz klar. Und dann steht hier eben, dass diese Bronzeskulptur an eine Weltkugel erinnert. Insofern, ne, das passt ja. Und dann natürlich hier symbolisiert die Universalität, also auch das, ne? Ja. Also die katholische Seite, ne? Die Katholizität des menschlichen Strebens nach Lernen, ne? Oder nach Veränderung oder nach Verformung oder nach neuer Weltordnung, wie man das halt so interpretieren kann. Ne? Also, dass das hier nur nach dem Lernen geht, halte ich für leicht untertrieben, ne? Weil die sind ja nicht nur vor irgendwelchen Colleges aufgestellt, sondern eben auch vor der UN. Und die haben ja, oder sollten zumindest alle als Mitarbeiter ausgelernt haben. Also da sollten eigentlich keine studentischen Hilfskräfte mehr arbeiten. So. Bei der Suche nach... Hier ist der Tannenzapfen im Vatikan, den ich meinte. Mhm. Vatican Pinecone. Mhm. Ich wusste, ich habe da ein Bild von, ich habe das schon vor Jahren mal gebraucht. Vatican Pinecone. Bei der Suche nach okkulten Kugeln habe ich dann folgendes Bild gefunden. Im Chat.
Ja, kommt sofort. Ich wollte nur, das musste ich eben zeigen. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Dass ich es endlich gefunden habe, das Blöde. Ich wusste noch, dass da beim Vatikan, dass ich da auch einen Jetzt habe. hatte Jörg seine Ruhe, ne? So. Ja, das lässt mir keine Ruhe, Nee, ich, sowas. das weiß ich, das ist mir schon klar. Es Welches ist Bild auch. muss ich denn jetzt öffnen? Das hier? Ja, das hier. Dreifaches Leben. Im Himmel, auf der Erde und in der Hölle, oder was? Komische Zeichen sind das, ne? So komische. Ja. Na, hier hast du die Geschlechterzeichen von Frau zum Beispiel damit drin und Sonne, Mond und Sterne. Und natürlich den Vogel aus Du der hast ein Asche, der Dreieck, Phönix, du den hast ein. Phönix aus der Asche, der hier hochkommt. Und dann hier natürlich Engelgesichter oben drüber. Und das ist natürlich hier das Dreieck, also die allessehende Pyramide mit dem Auge Luzifers oben drin. Ne? Also viele Symbolik natürlich, ne? Naja, wie gesagt, die Sprache ist ja weltweit einheitlich, ne? Das ist ja auch eine Form der Kommunikation. Deswegen ist ja auch so, dass dieser Punkt mit dieser Kunst, ne? Also das wird ja total unterschätzt, was da für Botschaften ja darüber laufen können, ne? Und gerade solche Künstler, wie wir sie jetzt hier angucken, ne? Das sind natürlich dann Leute, die also erstmal so gut wie nicht bekannt sind, ne? Denn wenige Leute interessieren sich für Kunst oder gucken sich das an. Und selbst wenn du mal sowas siehst, wer ahnt denn schon, dass solche Kugeln weltweit da aufgestellt sind? Ne? Das ist, da Ja, denkst du, das ist. daher wissen wir ja auch, dass das Freimaurertum babylonisch ist. Also wenn man das Freimaurertum selber nachgeht, dann haben wir ja schon bereits in anderen Büchern gelesen, ich weiß jetzt nicht, war das in Herrscher des Bösen oder was, wo wir diese Genealogie gelesen hatten, wo wir dann vergleichen mit dem Henoch aus der Linie von Seth, also dem Rechtschaffenen, und dann eben auch dem Henoch aus der Linie von Kain. Wo sie da im Jahr 5000 irgendwas anfangen, da ihr Freimaurertum zu zählen. Aber natürlich dürfen wir nicht vergessen, Freimaurertum hat vor allen Dingen eine feste Basis in der Zeit von Babylon, wo eben Gott die Menschheit verwirrt hat, durch sie in viele Sprachen aufzuteilen. Und die Freimaurer eben seitdem eine gemeinsame Sprache haben, und das ist eben die Sprache der Symbolik, der Zeichen. Und deswegen können die sich auch über alle Sprachhindernisse weg auf der ganzen Welt verständigen und wissen immer, was mit welchen Gesten und Bildern gemeint ist in ihrer Ja. Bildsprache. Ne? Das Runde, das Kugelige ist auch ein Symbol für das Weibliche. Und jetzt das Spitze, wie Obelisken, das ist ja wieder ein Symbol für das Männliche. Und das ist noch nicht allzu lange Zeit in Köln aufgestellt werden. Also etwas Schwarzes, na, ich weiß nicht. Und dann Obelisk. Tja, und guck mal, der Obelisk innerhalb des runden Kreises, ne? Also weiblich und männlich hast du hier das gleiche Symbol, ne? Das ist hier auf einer runden Verkehrsinsel, ne? Ist ja rund, ne? Ja. Tja, und Es gibt einen interessant ist, dass Artikel natürlich hier alle drum dazu, rumschauen, ne? vielleicht kann man den irgendwann mal, wenn man wieder auf Obelisken zu sprechen kommen, mal verarbeiten. Jetzt will ich nicht weiter aufhalten, aber das ist die letzten Jahre vor ein paar Jahren aufgestellt worden in Köln. Ja, Köln sieht man hier deutlich am Dom dahinter, ne? Ich finde das interessant, dass das ist das so ein großer Verkehrsknotenpunkt da oder? Also Das es ist am sieht schon aus. Hauptbahnhof, ja? Das ist die Rückseite des Das ist der Hauptbahnhofs Hauptbahnhof, das sieht und man das doch sind hier. Nebenstraßen, also eher die Zufahrten, um da ja, Taxiverkehr und Ist doch Zufahrtsverkehr zum interessant, oder? Busbahnhof und Hauptbahnhof zu ermöglichen. Das ist doch interessant, oder? Dass das Zufahrten sind, ne? Wo die Leute hinfahren, wo die hinströmen, ne? Ja. Dann fahren die da auch noch schön symbolisch im Kreis drumherum. Ne, könnte man ja sozusagen als eine, wie so eine, erinnerst du dich an dieses eine, was wir uns angeguckt hatten, dieses eine Video, wo die auch immer so in den Kreis rumgelaufen sind, um diesen Sendemast, Marius, erinnerst du dich noch dran? Ja, dieser Im unheimliche Impuls, Film da. dieser Film, ja, ne, wo die auch drum rumkreisen und im Prinzip tun sie das ja hier auch, bloß mit dem Auto. Ne? Und wenn das eine ein Anbetungsritual ist, dann ist das quasi so was in der Art, ne? Bloß, dass die Leute das überhaupt nicht wissen, weil die fahren ja nur, um da irgendwo zum Hauptbahnhof zu kommen, ne? Ich kann ja mal ganz kurz die Stelle zeigen, wo das ist. Moment, ich kreise das mal ein, damit man, na, falsches Element, nicht Pfeil. Eine Sekunde, dann kann ich mal hier.
Okay, kopieren, einfügen und wenn es mal irgendwie klappt. So, die Vorderseite des Hauptbahnhofs, das geht zum Dom hin und die Rückseite ist halt da dieser kleine Kreisverkehr. Da ist dieses Obelisk, das blaue daneben ist das Musical Dom. Sieht schon fast aus wie in so ein Riesenzelt. Das ist natürlich echt interessant, ne? Das ist natürlich ein sehr, sehr interessanter Platz, ne? Bahnhof ist ja sowieso. Kann man ja auch symbolisch sehen, ne? Dass man sozusagen auf Reise ist, ne? Also von vorne kommt man da mit dem Auto, kann man dann durchfahren. Da kann man ja zwischen dem Hauptbahnhof und dem Dom so ein bisschen unterirdisch durchfahren. Von einer Seite gibt es so einen Taxistand, aber wenn man jemanden zum Bahnhof mit dem Auto bringen möchte oder abholen möchte, beziehungsweise zu diesem kleinen Busbahnhof da und die Busse, da muss man halt dann um den Kreisverkehr herum. Tja. Das ist übrigens auch nochmal eine Sache, die wir auch nochmals angucken werden, diese ganzen Obelisken. Ne? Also ich glaube, da haben wir auch noch jede Menge Arbeit, das mal aufzuzeigen. Und da will ich auch mal bei mir in der Umgebung auch mal ein bisschen gucken, mal Richtung Leipzig mal gucken. Das ist ja auch die Stadt der Obelisken. Ja, da gibt es unglaublich viele Sachen, die ich selber noch nie gesehen habe. Und das ist natürlich dann auch mal interessant, das auch mal in so einer Sendung mal zu verarbeiten und mal zu gucken, wie weit und wie breit sind diese ganzen Sachen verstreut. Ne? Und ich denke, wir werden auch dort ein weltweites Netz mehr oder weniger finden, wo sich diese Obelisken halt überall da positionieren. Ne? Und es ist eben nicht bloß irgendwie alte Kunst, ja, die mal irgendwo vor 100, 200, 300 Jahren aufgestellt wurde. Ne? Marius, du hast ja gerade gesagt, das scheint neu zu sein, ne? Ja, das ist ja vor ein paar Jahren. Jetzt, dieser Artikel ist von 2017, ja, kann sein, das war irgendwie so 2017, wo das aufgestellt wurde. Ja, also, ne, also ihr seht, das ist immer noch ein Thema, ne? Also nichts hier mit irgendwie diesen alten Geschichten, ne? Alte Mythologie oder sowas. Nee, nee, wenn das neu aufgestellt wird, also hat das also immer noch eine Aktualität. Ne? Und deswegen, ne, das ist natürlich interessant, dass solche Sachen gerade jetzt so promotet werden und so aufgestellt werden. Ne? Das war ja bei diesem obdachlosen Jesus ja genau dasselbe. Ne? Der hatte ja laut Wikipedia, ich glaube 2017 war dieser Eintrag, 50 Kopien aufgestellt und jetzt sind es ja über 100. Ne? Also nur 6, 7 Jahre später sind schon über 100. Das heißt also, die sind da alle am Bauen und Basteln. Ne? Und das ist natürlich garantiert kein Zufall, dass das jetzt passiert. Ne? So, und jetzt gucken wir uns nochmal ganz kurz, ihr könnt nochmal bitte in das Skript hier gehen und dann gucken wir uns nochmal, ich habe hier noch so ein Bild von dem San Francisco Museum eingebaut, ne, auch hier seht ihr, ne, dasselbe Thema, noch ein Stück weiter, genau, da das mit den Teheraner Museen, ne, das ist halt hier nochmal, ne, Tel Aviv, seht ihr selber, ne, eine der größten Städte in Israel und ja, interessant eben dann hier für uns auch hier, dass dann auf dem Erzfeind Iran dieselbe Kunst ausgestellt wird. Ne? Dieselbe Kunst im Iran ausgestellt wird, von iranischen Menschen bewundert wird und dasselbe findet sich halt auch in Israel. Ne? Übrigens kommt mir das auch auf den Gedanken, weil in dem Skript, in dem, dass wir dann wieder zurückgehen, haben wir dasselbe Thema mit den Soldatenheiligen. Ne? Und ihr erinnert euch ja noch an diesen heiligen Georg, den Drachentöter. Und da kann ich ja zumindest schon mal vorwegnehmen, dass der auf beiden Seiten dieser Konfliktparteien, also auf russischer als auch auf ukrainischer Seite, eben ja als Heiliger verehrt wird. Ne? Und das ist total spannend, dass man hier im Prinzip, ja, ihr habt es ja gesehen, dasselbe findet. Ne? Verehren, anbeten, ja, ich meine, wenn ich da hingehe, mir das angucke, da stelle ich mich auch hin und ja, verehre dann dieses Kunstwerk, ne? Weil ich verweile ja da, ne? Ich widme mir auch Zeit, ne? Lass das auf mich wirken, ne? Wie das sozusagen, ne? Dann sozusagen meine Eindrücke da sind. Naja, was ist denn das? Das ist doch auch eine Form von ja, Anbetung, ne? Wenn man es mal so will. Und vielleicht will man das ja. Ne, man, vielleicht will man ja den Leuten das auch zeigen und wie gesagt, ne, dem System ist egal, warum die Leute sich da vorstellen vor einer Pyramide oder vor einem Obelisk oder vor so einer Kugel. Das, warum ist egal, Hauptsache sie machen es. Ja? Ob sie das verstehen
oder nee, ist vollkommen egal. Hauptsache, sie beten an. Ne, und das erinnert mich an die ersten Reisen der Jesuiten nach Japan, ne, wo ja auch die ersten Jesuiten ja vollkommen nicht verstanden wurden von der Bevölkerung. Und da haben die sich einfach mal ein kleines Tricks bemächtigt. Die haben sich einfach an die Reichen und Schönen gehangen, ne, vor allem eben auch an die Flottenkapitäne in Japan und haben die sozusagen dann dazu überreden können, mit auf die Schiffe zu gehen. Und dann hatten die natürlich noch mehr Zeit und konnten sich dann noch ein bisschen mehr in Szene setzen. Und dann sind die zum Beispiel dann mit diesen Schiffen dann ein- und ausgelaufen und sozusagen dann Teil dieser Mannschaft geworden, sind dann eben auch bei Empfängen und ähnlichen öffentlichen Anlässen eben dann auch immer mehr in Erscheinung getreten. Naja, und dann konnte man eben diese Öffentlichkeit eben wunderbar nutzen. Ja, und auf einmal standen diese Jesuiten, die keiner verstand, weil die konnten die Sprache einfach nicht, auf einmal standen die im Mittelpunkt und jeder konnte die sehen. Ja, und dann fing die da an, irgendwelche Zeichen zu machen, irgendwelche Dinge zu tun. Ja, und wenn du das nachgemacht hast, dann warst du sozusagen bekehrt, dann warst du ein Katholik, dann bist du ein Christ gewesen. So lief das damals. Und glaubt mir, die Leute wussten nichts von dem, was wir wissen oder was in der Bibel steht, geschweige denn, ob es sowas überhaupt gibt. Ne? Also die Leute waren absolut uninformiert damals. Ne? Und so hat man das halt gemacht. Und das erinnert mich hier irgendwo auch schon so ein bisschen an diese Art der Anbetung, ne? Dass die Leute quasi total dumm gehalten werden, aber trotzdem irgendwie eben, ja, sich eben trotzdem bekehren. Ja? Letztendlich ist es egal, ob du das wissentlich machst oder unwissentlich. Hauptsache, du betest an. Und wir wissen ja, wer angebetet werden will. Ja, der Jörg hat ja schon gesagt, die Anfänge liegen in Babylon. Und gut, dass der Jörg das Skript nicht kennt, weil da kommt nämlich dann noch gleich Babylon. Jörg, ich reg mich auch schon gar nicht mehr auf. Ich trage das alles mit Fassung, ja, dass du immer im Skript so schön greifst. Aber noch sind wir in dem hier. Und da könnt ihr mal, Jörg, bitte mal runterscrollen, also erstmal nochmal aufmachen, das Skript, das 4. Also, wo wir, genau. Und dann scroll mal bitte hier zu der UN-Kugel. So, Jörg, und dann kannst du mal bitte, ich habe das jetzt hier nochmal in lesbar gemacht, diesen kleinen Text hier, ne? Kugel in Kugel. Dann kannst du das mal bitte anlesen, was hier in gelb unterlegt ist. Das ist der Text aus diesem Bild. Diese Bronzeskulptur stellt zwei ineinander verschlungene Kugeln dar. Dieses Werk mit dem Titel Sphäre innerhalb der Sphäre gehört zu einer Reihe ähnlicher Werke, die auf der ganzen Welt ausgestellt werden. Die Skulptur wurde für den Vatikan entworfen. Das ist ganz wichtig, das hätte man hier nochmal farblich unterlegen müssen. Die Skulptur wurde für den Vatikan entworfen. Sie ist dann noch auf vielen anderen Plätzen aufgetaucht, und dann haben wir ja hauptsächlich das in der UN gesehen, aber sie wurde für den Vatikan entworfen. Das heißt, sie wurde für die römisch-katholische Kirche entworfen, das heißt, sie wurde für den Antichristen entworfen. Jörg, warte mal ganz kurz, ich muss dich mal ganz kurz mal unterbrechen. Das mache ich nicht gerne, aber wie war denn das eigentlich mit diesem Timothy Schmalz und diesem obdachlosen Jesus? Weil du hast doch gerade gelesen, diese Skulptur wurde vom Vatikan, für den Vatikan. Für den Vatikan entworfen. Für den Vatikan, ja, ja. Naja, und wie war denn das bei dem obdachlosen Jesus? Naja, auch nicht anders, ne? Nee, das war auch nicht anders, das war genau dasselbe. Das war genau so, dass im Prinzip dieses Kunstwerk dort in allgemein ja auf Ablehnung stieß, ja, außer der Vatikan. Der fand das ganz toll. Ja, und deswegen hier, ich habe es gefunden, hier im Skript. Im Jahr 2013 erzählte die Nachrichtenagenturen eine Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär. Doppelpunkt. Wie diese Skulptur von prominenten Kirchen abgelehnt wurde, nur um von Papst, also Antichrist, Papst Franziskus, angefordert und gesegnet zu werden. Na, das ist doch genau dasselbe, oder? Das ist genau dasselbe. Na, was für ein Zufall, oder? Na, ist kein Zufall, das ist alles Absicht. Ja? Und wenn ihr noch dran denkt, dass dieser Timothy Smolzer, was war denn mit dem eigentlich? Warum sind wir denn auf den so gekommen? Was war denn mit dem los? Ne? Ich meine, ihr habt doch hier gelesen, irgendwas war hier mit Kunst. Jörg hat es doch gerade vorgelesen. Bei diesem Trinity College, was wollte man denn da machen? Kultur wollte man doch in eine Einheit bringen, richtig? Alles vereinheitlichen, ja. Eine Weltreligion, eine
Sprache, eine Regierung, ja. Eine Naja, Kunst. Genau. Und man wollte alles vereinheitlichen. Also was macht man, wenn man das vereinheitlichen will? Was ist der einfachste Weg? Na, indem man die Künstler fördert. Indem man die Künstler im Prinzip dann in diese, also natürlich nur die Begabtesten und Talentiertesten, indem man diese Menschen aussortiert und eben dann entsprechend fördert. Die Künstler fördert, Gerald, und ihre Kunstprodukte auf der ganzen Welt verteilt. Ja, wie eben mit diesem Jesus auch passiert. Ne? Ja, genau. Und jetzt lese ich das nochmal ganz kurz vor aus dem letzten Skript mit diesem Timothy Schmalz. Zitat: Es scheint passend, dass der Jesuitenpater Peter Larisse, also der Priester der Homeless Jesus, schließlich am Regis College in Toronto seine erste Heimat fand, 3 Jahrzehnte lang ein geistlicher Begleiter, eine Inspiration, ein Anker für Schmalz gewesen ist. Naja. Ja, sein jesuitischer Beichtvater mit anderen Worten, ne? So ist es. Sein jesuitischer Führer. Ja. Und das hat er hier eben, und das ist genau der Punkt, eben nicht nur mit dem gemacht, sondern es ging ja dann noch weiter, dass wir dann hier gelesen hatten, dass also Schmalz also immer noch in Kontakt blieb, der ist ja jetzt mittlerweile verstorben, der ein Kunstliebhaber und Autor war, der an der Columbia University in Kunstgeschichte promoviert und viele junge Künstler in Anführungszeichen beraten hatte. Ja. Beraten hatte. Ne? So schreibt man das dann. Und ihr wisst ja, ein Jesuit, auch wenn er Kunstgeschichte studiert, bleibt und ist vor allem eines ein Jesuit. Ein Jesuit. Und das ist genau der Punkt. Und da übrigens, Jörg, ne, kommt dann in der nächsten Folge, das wird dann wahrscheinlich das Ende jetzt sein mit der 14, dann ein neues Thema rein. Und da werde ich euch mal genau das mal live und in Farbe mal richtig mal vorhalten mit einem Menschen, da werdet ihr wahrscheinlich ziemlich staunen, werdet überrascht sein, aber lasst euch das mal überraschen. Das kommt also dann demnächst. Das Skript ist schon soweit fertig, aber es muss noch ein bisschen Feinschliff gemacht werden. Insofern also haben wir hier mal den Beweis, wie sozusagen die Kunst und die Kultur benutzt wird, natürlich um den katholischen Glauben ja quasi in Einheit zu bringen. Ne? Zu verbreiten vor allen Dingen auch. Ja, zu verbreiten, ja. Weil ja, es ist, Jesus Christus hat gesagt, geht hinaus in die ganze Welt und bringt das Evangelium einer jeden Kreatur. Und die römisch-katholische Kirche macht genau das. Sie bringt einer jeden Kreatur ihren heidnischen Katholizismus. Ja. Aber ohne, dass die Leute die Verbindung zwischen dem, was sie da auf der einen Seite lesen, sehen oder lernen, machen, mit Religion. Die Verbindung wird weggenommen. Die Verbindung ist aber da. Und wenn die Verbindung dann irgendwann einmal kommt, dann sagen die Leute alle von, ah ja, das wussten wir im Grunde ja immer schon. Das haben wir schon immer so gewollt und gewusst und gehabt. Und dann ist die Akzeptanz da. So ja. Kriegt man die Akzeptanz auch bei Leuten, die nicht religiös sind. Mhm. Unterwanderung, einfach, Infiltrierung. Das ist genau, ja. Wofür die Jesuiten stehen. Mhm. Unterwandern und infiltrieren. Und das machen sie mit euren Gedanken, mit euren mit euren Vorstellungen, mit euren Wünschen, mit euren Träumen, mit eurer Unterhaltung. Überall wird unterwandert und infiltriert und indoktriniert, ohne dass man es selber merkt. Ja. Der Geschmack wird geformt oder gefördert, also bestimmter Geschmack. Ja, und da ist es eben wichtig zu wissen, dass eben nicht Kultur Religion formt oder Katholizismus formt, sondern Katholizismus formt. Die Kultur, ne? Den formt den Kult. Und ja, der Kult eben, ich wollte gerade sagen, Kultur, da steckt Kult drin, ne? Darf man nicht vergessen. Ne? Ja. Und so ist das übrigens auch wirklich auf extrem vielen Ebenen. Ne? Das ist jetzt hier die und Kunst. Wenn wir dann sagen, da steckt Kult drin, Gerald, dann steckt da auch Okkult drin. Und das ist wieder verborgen. Okkult, ja, das stimmt. Ja? Und ich sag mal so, das ist so unglaublich subtil. Ich hab auch heute, bin ich ehrlich, auch wieder ein Gespräch gehabt, wo wirklich Leute das absolut nicht erkennen, wie gefährlich das tatsächlich ist. Und ich meine, gefährlich ist sowas natürlich vor allem für die Jungen, ne? Für die jungen Menschen, für die Kinder, ne? Weil die diese Informationen ganz anders verarbeiten. Das verankert sich viel tiefer im Bewusstsein bei Kindern als bei Erwachsenen. Ja? Und das ist natürlich die große Gefahr, dass dann eben auch Medien
nicht so sehr jetzt hier diese Plastik, ja, das ist eher dann noch ein andere Zielgruppe, aber dass man eben vor allem versucht, zum Beispiel über diese Streaming-Dienste, ja, nehmen wir mal, zum Beispiel mal Netflix, die Kinder zu beeinflussen und im Prinzip für diese neue Welt Ordnung zu öffnen, geistig zu öffnen. So, und das merkt man extrem deutlich daran, dass zum Beispiel bestimmte Inhalte, die vor 10, 15, 20 Jahren wirklich auf dem Index, ne, auf dieser FSK, ne, freiwillige Selbstkontrolle, ne, gelandet wäre, was heute wirklich teilweise ohne Schutz einfach ja, gesehen werden kann. Da gibt es nichts. Gerald, die Erklärung kannst du ganz leicht abkürzen. Das ist alles richtig, was du sagst. Alles vollkommen richtig, aber das kannst du ganz kurz abkürzen. Die Jesuiten haben sich schon immer die Kinder vorgenommen. Deswegen haben sie angefangen mit Lernen gegen das Lernen, die Schulausbildung zu übernehmen, die damals fest in der Hand der Protestanten war im 16. Jahrhundert und die Menschen hauptsächlich das Lernen, das Lesen beigebracht hat, dass sie die Bibel für sich lernen konnten. Daraufhin haben die Jesuiten das Lernen gegen das Lernen durch ihr Ratio Studiorum beigebracht. Der Punkt, den ich machen will und was eigentlich mit einem Satz alles genau das zusammenfasst, was du gerade eben gesagt hast, ist ganz einfach der Punkt hier. Wenn ich die Kinder so weit habe, dass ich denen diese Ideen füttern kann und dass die von Anfang an in sich selbst vereinnahmen und sich zu eigen machen und von daher nicht anders denken und handeln ihr ganzes Leben lang als das, was ihnen als Kind von den Jesuiten einindoktriniert wurde, dann ziehe ich eine Generation heran, die komplett anders denkt als die Generation davor. Und wir sind im Augenblick genau in diesem Scheidepunkt. Die neuen Generationen werden auf eine Art und Weise herangezüchtet, und ich benutze das Wort züchten mit Absicht, werden auf eine Art und Weise herangezüchtet, dass für die ganz andere Dinge akzeptabel sind, die für uns Alte absolut inakzeptabel sind. Aber wir werden dann ausgestorben. Sei es mit Pandemien, sei es mit Kriegen, wie auch immer, wir werden weggefegt. Und die neuen Generationen, die erstehen, die haben ein ganz anderes Bild. Und das Bild ist von Anfang an unterwandert und infiltriert von jesuitischem, satanischem Gedankengut. Das kann man so in einem Satz eigentlich zusammenfassen. Ja, das ist ja gut, den hast du auch genau getroffen. Ich wollte bis auch noch mal einen kurzen Satz dazu sagen, weil das, finde ich, auch sehr wichtig ist. Vor allem gerade, wenn eben auch jemand da so diese Zugänge hat und eben dort auch gar nicht weiß, in welche Gefahren er da seine Kinder bringt. Gerade der Punkt, ne? Man setzt Kindern zum Beispiel Gewalt aus. Es ist immer mehr eine Senkung der Hemmschwelle zu sehen. Und was ich aber viel gefährlicher finde, ist, dass mittlerweile Gewalt in den Filmen oder in diesen Serien, ich nenne jetzt mal keine Namen, immer mehr relativiert wird. Und wisst ihr, wie man das schafft? Indem man einfach den Täter fokussiert und einfach nur die Geschichte vom Täter auserzählt. Und damit kriegst Sympathie für den Täter erweckt. Ja. Eine gute Fernsehserie zum Beispiel, der das 100% gut gelungen ist, ist Going Bad. Das kennen sicher viele. Das ist der Physiklehrer oder der Chemielehrer in Amerika, der Breaking aufgrund... Breaking Bad, glaube ich. Breaking, ja genau. Was habe ich denn gesagt? Einbrechendes. Der aufgrund seiner Diagnose, dass er wohl tödlich an Krebs erkrankt ist oder was, aussichtslos meint, jetzt muss ich aber ganz schnell reich werden und muss dafür sorgen, dass meine Familie eine gute Zukunft hat, wenn ich nicht mehr da bin und deswegen zu einem absoluten Kriminellen wird und die Leute natürlich absolut hinter dieser Hauptfigur stehen und alles, was der an schlechten Dingen macht, tatsächlich damit rechtfertigen von ja, aber er macht es ja für ein gutes Ziel. Das ist jesuitisches Gedankengut, der Zweck heiligt die Mittel. Naja, aber hallo. Aber hallo. Und wann war denn dann? Und diese Serie Breaking Bad, die lief, glaube ich, 2008, 2009, 2010 irgendwann, dann lief die an. Ich habe die ersten paar Saisons, ich habe die sogar ausgeguckt, glaube ich. Das waren drei Saisons, glaube ich, ne? Die habe ich sogar ausgeguckt damals. Damals war ich noch gar kein Christ. Also, aber was das für einen Einfluss hat, das ist so eine Sache. Aber es gibt so viele. Schaut euch doch mal Hollywood an, die Hollywood-Filme, diese ganzen alten Western. Wie oft wird da nicht derjenige, der eigentlich ein Mörder ist und einen Revolver hält und was war eh nicht alles, wie wird der nicht da von seiner, zwischen Anführungszeichen, weichen Seite gezeigt, dass man bitte Sympathie mit dem hat?
die, nimm mir das Wort nicht aus dem Mund, die Rolling Stones, die Rolling Stones haben da in den 60er Jahren bereits ein Lied drüber gemacht, das hieß Sympathie für den Teufel, Sympathy for the Devil. Genau, Gerald. Ist ja schön, dass wir hier auf einer Linie sind damit. Aber das ist das, was man begreifen muss. Und wenn man das erstmal verstanden hat, dann sieht man diese Dinge an jeder Ecke. Dann seht ihr das in jedem Aspekt eures Lebens. Wenn ihr morgens die Zeitung aufschlagt, wenn ihr morgens das Radio anschaltet, wenn ihr den Fernseher einschaltet, wenn ihr auf die Straße geht und Unterhaltung in der Straßenbahn, im Bus, im Zug hört, auf der Arbeit, unterwegs, wo auch immer, dann sieht man und hört man das überall. Und dann wird einem das auch wirklich bewusst. Und dann analysiert man auf einmal Dinge, die man selber 10, 15, 20 Jahre zurück gesehen hat, auf einmal ganz anders. Und man sieht das wirklich mit anderen Augen. Man sieht das mit anderen Augen, ja. Es gibt zwei Filme, die mir jetzt einfallen, die diesen Generationswechsel ziemlich krass so durchexerzieren. Und zwar der eine ist glaube ich, so ein französischer oder spanischer Film. Da geht es um eine Katastrophe, Naturkatastrophe. Da erhebt sich so ein weißer Dunst, weißer Nebel. Und die Menschen können das nicht atmen. Jeder, der das einatmet, der stirbt. Aber es gibt Kinder, die das überleben. Das heißt, die ältere Generation wird durch diese Naturkatastrophe in Anführungsstrichen ausgelöscht. Und die Jungen überleben. Ein anderes Film. Marius, warte mal, Marius, ich will dich gar nicht unterbrechen, aber sag mal, Weiß und Rauch steht das ja, nicht für weißer Rauch. Geist? Nein, das steht doch für die neue Wahl des Papstes. Die Leute können das nicht einatmen, außer die neue Generation. Also, ja, außer die neue Generation, Marius. Weißer Rauch steigt aus der Sixtinischen Kapelle auf, wenn ein neuer Papst gewählt wurde. Jetzt weiß ich nicht, ob alle Kinder oder nur bestimmte Kinder, aber die Alten sind dann halt weg. Ein anderer Film, das jetzt vor kurzem sogar die Tage im Fernsehen lief, das war wieder eine Pandemie und da haben sich irgendwelche Pilzsporen ausgebreitet und das ist ziemlich krass. Na gut, ich erzähle es mal für die, die nicht so schwachen Gemüter sind, ganz kurz. Das heißt, dieser virusartige Pilz oder dieser Pilz, der sich da in der Welt verbreitet hat, der hat sich um das Gehirn gewickelt. Die Leute wurden dann zum Hungries, also zu so einem blutrünstigen Bestien. Und die haben dann das auch nicht überlebt. Die vegetierten das als Zombies oder aus denen wuchsen dann halt die Pilze, nachdem sie dann nicht mehr beweglich waren. Die neue Generation, die zweite Generation, die sich dann, die währenddessen im Mutterbauch waren, die wurden auch zu diesen quasi Zombies, aber anders. Die haben sich dann aus den Bäuchen, aus dem Körper rausgefressen und die waren dann immun gegen den Pilz. Und schon wieder war die alte Generation weg und die neue, sich selbst aus dem Bauch der Mutter rausgefressene Generation, die komplett wild war, also wie rechte Stärkeren, denen wird dann wieder die Welt gehören. Ja, da gab es wieder so eine Geschichte, wo dann eine Frau, die dann von so einem Mädchen dann beschützt wurde, die Leute wieder unterrichtet, damit die komplett nicht verwahrlost sind und Sprache lernen und so weiter. Aber da ist es auch wieder Pandemie. Die Alten sind weg, die neue Generation, sogar ganz krass, die sich dann aus dem Bauch rausfrisst. Dieser Generation gehört die Welt. Es gibt sogar einen Film aus den 70er Jahren, der das wunderbar widerspiegelt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der Film heißt The Body Snatchers im Englischen. Die Körperfresser kommen. Ja. Donald Sutherland spielt da eine Hauptrolle und da werden Menschen ersetzt durch ein Duplikat, das ihnen aus einer Pflanze wächst. Und also so diese neue Generation, diese Wandel, ja. Diese Transformation, die wird sinngemäß in den Filmen vor Augen geführt, aber diese Symbolik verstehen dann die Leute nicht oder falsch. Ja, einer der neueren Filme, wo genau dasselbe ist, ist dieser Zombie-Film von, wie heißt er noch, der schwarze Schauspieler da, Fresh Prince of Bel-Air, genau, I Am Legend. Wie heißt der Film im Deutschen? Ich bin Legende oder was?
Will Smith, ja. Ja, Will Smith, ne? Da ist das ja auch. Und zwar ist das da so ziemlich zum Ende des Films hin, wo die dann in dem Auto so probieren zu flüchten, er und seine Familie, und die Tochter dann da rausguckt und sagt, oh, Papa, look, a butterfly, Schmetterling. Und wofür steht ein Schmetterling? Für eben die Veränderung und die Neugeburt. Ne? Die Raupe, die sich verpuppt und dann als Schmetterling neugeboren wird, da rauskommt. Und nehme ich wieder weißt was aus dem Skript weg oder was? Weißt du, das Problem ist, ich erinnere mich, dass ich das noch gar nicht dass man das noch gar nicht angesprochen habe. Ich habe ein Skript, da ist das alles schon drin. Mit diesem Butterfly. Ey. Ach so, ja. Ja, okay. Ja, das ist alles schon drin, aber ich habe das jetzt nicht in dem drin, ja, aber und dann mit diesem Laudato Si, mit dieser Enzyklika, da hing das zusammen, da hat man auch mit Schmetterlingssymbolik auf der Vatikanseite gearbeitet. Da hatte ich das damals auch schon mal erwähnt, aber jetzt nochmal aus einem anderen Aspekt heraus, genau, ne? Ich habe damals schon mal drüber gesprochen, ne? Ja. Aber es macht ja nichts. Man sieht also, dass die Dinge alle miteinander vernetzt und zusammenhängen. Und das ist oftmals auch aus verschiedenen Gesichtspunkten heraus doch immer wieder zur selben Geschichte führt. Das ist der Punkt. So, und wenn du jetzt diese Sphäre anguckst, ja, diese Kugel, die wir hier ja schon gesehen haben, da kann man ja auch sagen, ich kann die auch aus verschiedenen Gesichtspunkten betrachten, aber es führt mich immer wieder zum selben Ergebnis. Ja, und das ist genau das, was wir jetzt gerade sagen, mit diesen Filmen, mit den Büchern, mit alles, was herauskommt. Aber das Alte muss vergehen, dass das Neue kann bestehen. Und das ist im Grunde das ganze Motto von den Jesuiten und der neuen Weltordnung. Ne? Weißt du, was mir gerade noch einfällt? Nee, keine Ahnung. Was mir jetzt gerade noch bei dieser Kugel einfällt? Die ist doch auf einer Seite zu und auf der anderen Seite ist sie offen. Ne? Ja. Zum Teil. Haben wir ja gesehen. Jetzt kommst du da an dieses Objekt ran und jetzt siehst du nur diesen geschlossenen Teil. Jetzt hast du aber vielleicht schon mal gesehen, dass das Ding irgendwie durchbrochen ist. Was machst denn du? Guckst du einfach nur von der Seite, wo du diese runde Seite siehst, diese glatte Seite? Oder guckst du dann, wo dieser Durchbruch ist? Na, du guckst doch dann und sagst, Mensch, das muss ich jetzt mal genauer untersuchen. Du gehst also dann genau zu dieser Öffnung hin. Man muss es von allen Seiten sehen, ne? Naja, was ist denn das dann? Wenn du da hingehst und in diese Öffnung guckst, was ist denn das? Die Neugier des Menschen wird ausgenutzt, man wird hingelockt. Ja, das ist doch genau das. Ne? Wie gesagt, Anbetung heißt, dass du kommst, also du musst da hingehen und das ist deine eigene Neugier. Und was ist Neugier eigentlich? Das ist doch genauso ein, die kennen die Leute, die Menschen ganz genau, die Soziologie und alles, das wird erforscht und dann wird Schwäche und vielleicht sogar die Stärke gegen einen selber dann verwendet. Die nutzen die Menschen, die nutzen, also es gibt ja, gab es ja, glaube ich, so eine Kampfart, wo man denn die Kraft des Gegners sogar mitbenutzt. Das heißt, die wissen schon, an der Klaviatur, an dieser Orgel, Kirchenorgel, an welche Klaviatur, an welche Tasten sie dann drücken, bedienen müssen. Ja, und guck mal, selbst wenn du jetzt mal sagst, okay, wir gehen mal bis Freud zurück, was ja Quatsch ist, weil diese Psychoanalyse, die der Freud da entwickelt hat, die haben die Jesuiten schon hunderte Jahre vorher schon praktiziert. Ne? Es ist ja einer der größten. Das kommt alles aus dem heidnischen Griechenland von früher schon. Ja, ja. Also schon Jahrtausende alt fast. Ja, ja. Und wenn du irgendwie guckst, Maus, da könntest du nochmal gucken bei Netflix irgendwie. Das musste auch so ein Urenkel jetzt gewesen sein, der Netflix gegründet hat. Das muss ein Urenkel. Der ist Familie von dem Freud, ja. Ja, so. Ne, hallo? Nochmal zu diesen Filmen, wenn du jetzt auch sagst, Freund und so, Freud und so, das ist so ein Perpetuum mobile, diese ganzen Filme, die befruchten sich dann, die Wissenschaft und so weiter. Es gibt ja so eine nette Krimiserie und da gibt es eine nette Haupt- und zweite Hauptdarstellerin, die ist dann die zweite Geige sozusagen als Hauptdarsteller, eine Wissenschaftlerin, die ist dann als Chefpathologin tätig. Sie hat dann in ihrem Büro da so komische irgendwelche Masken und so weiter, ja, da sollen irgendwelche afrikanischen Kunstschätze sein, aber dann sieht man ja, welche Geschmäcker die dann haben.
Und da wird halt hochgehalten, diese ganzen, das, was wir jetzt hier als Pseudowissenschaft erkennen, wird da hochgehalten. Oder diese alte Serie aus den 90er, Frasier, die ich gerne gucke, da ist der Freud sein Idol, das perpetuiert sich da hoch. Also mir kommt es so vor, als sich dann mal so eine Zeitung so gegenseitig unterstützt, wo die eine zitiert aus der anderen und die Gegenseite zitiert wieder aus der anderen. Also wie so ein Zirkelschluss. So kommt mir das vor, auch dann durch diese Medien, Medien machen Werbung für Medien, die Medien machen wieder Werbung für diese Pseudowissenschaftler, das wird hochgepusht. So, Jörg, ich würde mal sagen, das ist natürlich Wahnsinn, ne? Und ich merke schon, das ist hier wirklich ein Thema. Ich wusste gar nicht, was ihr alle so für Filme gesehen habt. Es ist schon interessant, ne? Aber ich finde das auch gut und ich finde das auch richtig, also ehrlich, auch dass man sagt, okay, ich stehe dazu. Ich habe das halt gesehen. Ich hatte halt mein Leben davor und das geht mir natürlich genauso. Aber ich finde es wirklich total klasse, dass wir da zu diesem selben Punkt kommen. Und Jörg, ich bitte dich jetzt doch mal hier in diesem mit dem Gelb unterlegt nochmal weiterzulesen, weil das sagt nämlich auch was der Arnaldo Pomodoro zu seinem Kunstwerk selber. Und das sollten wir uns unbedingt mal anhören. Wie gesagt, der Punkt, die Skulptur wurde für den Vatikan entworfen, haben wir jetzt, glaube ich, zur Genüge gesprochen und auch ein wenig die Hintergründe davon erklärt. Also lese ich jetzt nochmal von vorne vor. Diese Bronzeskulptur stellt zwei ineinander verschlungene Kugeln dar. Dieses Werk mit dem Titel Sphäre innerhalb einer Sphäre gehört zu einer Reihe ähnlicher Werke, die auf der ganzen Welt ausgestellt werden. Die Skulptur wurde für den Vatikan entworfen und ist auch in Dublin, Tel Aviv und im italienischen Parlament ausgestellt. Die Form stellt die Erdkugel selbst dar. Dieses komplexe Kunstwerk, das aus einer Kugel besteht, die in einer anderen Kugel wächst, kann als Symbol für das Entstehen einer neuen Welt aus der alten gelesen werden. Diese Skulptur wurde von Arnaldo Pomodoro, einem bekannten italienischen Künstler, der 1926 geboren wurde und immer noch lebt, in 2024 entworfen. Pomodoros Werke zeichnen sich durch die Verwendung geometrischer Formen aus, die sich oft auf Themen der Selbstzerstörung und der Erneuerung beziehen. Erneuerung, ja, Phönix aus der Asche, ne? Nur mal eben so nebenbei. Pomodoro hatte weltweit Ausstellungen, darunter die Biennale von Venedig 1988 und Museen in Kairo, Paris, Cleveland, Kopenhagen und anderen. Pomodoro, merkwürdigerweise hat der Name fast wie ein Käse, sagte über dieses Werk, Zitat: Die Skulptur reflektiert und passt sich der Umgebung mit ihrer eigenen komplexen Mischung von Bildern an, die sowohl als humanistisch als auch technologieorientiert angesehen werden könnte. Ja, jetzt muss ich noch mal kurz kommentieren, bevor ich den Gedanken verliere. Humanistisch als auch technologieorientiert. Was ist denn das heute mit der Digitalisierung der Menschheit? Ne? Transhumanismus. Transhumanismus, ne? Da geht also seine Kunst ganz deutlich hin. Eine glatte äußere Gebärmutter, die von komplexen inneren Formen durchbrochen wird. Die Skulptur ist als Metapher für das Kommen eines neuen Jahrtausends gedacht, als Versprechen für die Wiedergeburt einer weniger unruhigen und zerstörerischen Welt. Ja, Kommen ne? eines neuen Jahrtausends möchte ich nur mal eben daran erinnern an die heidnische Lehre von das Zeichen des oder das Zeitalter des Wassermannes. Ne? Ihr erinnert euch sicher noch an Ende der 60er Jahre, The Age of Aquarius, la la la, Jukumbali und Kumbala, wie sie da gesungen haben, dieses Lied. Ja? Das ist natürlich aufgrund das Zeitalter der Fische ist vorbei. Ne? Fische steht ja für Jesus Christus, deswegen machen ja viele Christen ein Fischsymbol hinten auf ihr Auto und meinen damit, oh, ich bekenne hier Jesus Christus. Der hat keine Symbole, das mal eben dazu. Und dann gibt es halt im neuen Jahrtausend gibt es eben das Zeitalter des Wassermannes. Ja, das ist dieser Wasserträger, was dann auch in der Kosmologie, also in der Astrologie und Astronomie, vor allen Dingen in der Astrologie ist es eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Ne?
Das nur eben dazu. Ne? Also die Skulptur ist als Metapher für das Kommen eines neuen Jahrtausends oder eines neuen Zeitalters, eines neuen Äons. Eine neue Weltordnung. Ja, wobei Jesus Christus gesagt habe, ich bleibe bei euch bis zum Ende der Welt. Und die Übersetzung der Welt aus dem Griechischen ist hier das Wort Aeon. Das ist ein Zeitalter. Das ist also nicht bis die Welt vergeht, sondern das ist ein Zeitalter. Ne? Deswegen muss man solche Dinge wissen. Wenn man sowas hier liest, dann versteht man das gleich viel besser. Also als Versprechen für die Wiedergeburt einer weniger unruhigen und zerstörerischen Welt. Das Geschenk wurde vom italienischen Außenminister Lamberto Dini überreicht und im Namen der Vereinten Nationen von Generalsekretär Boutros Ghali entgegengenommen. Am 21. November 1996 fand die Enthüllungszeremonie statt, an der auch Künstler Arnoldo Pomodoro und der ständige Vertreter Italiens bei den Vereinten Nationen Paolo Fulci teilnahmen. Jetzt warte mal, 21. November 1996? Warte mal, haben wir da nicht schon mal was gehabt? Mir kommt das irgendwie vor. Irgendwie. Das, frage mich. Wir haben Assisi gehabt 1986 und wir haben Assisi auch in 2011 gehabt. Hier, also nicht 1996. Was war denn 1996? Da war doch auch irgendwas. Ah, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich dachte, es wäre 1996, 10 Jahre später nochmal. Müsste ich mal eben gucken. Warte mal eben. Assisi, war da was? War da was in dem Jahr, 10 Jahre später? Assisi 1996, Edition 1996. Das ist jetzt hier italienisch. Uiuiui. Ja. Okay. Ein Manifest, das hier am 2., 3. und 4. Mai in Assisi veröffentlicht wurde. Ja. Also da war was, ich kann es nicht mehr genau sagen, was das war, könnt ihr ja selbst ein bisschen nachforschen. Auf jeden Fall gab es ein ökumenisches Treffen 10 Jahre davor, 1986, und dann fand hier die Enthüllungszeremonie 10 Jahre später statt, an der eben der ständige Vertreter Italiens bei den Vereinten Nationen, Paolo Fulci, teilnahm. Geburtswehen, Bibel, was sagt die Bibel denn dazu? Soll ich es vorlesen? Genau, es war erstmal dieser Punkt, ne, mit diesem, ne, also Geburt und alles, ne, da habe ich jetzt jemand den Römer mal rausgesucht, Johannes und Markus Hirk. Ja, also aus drei verschiedenen Evangelien, Johannes und Markus, und dann in Römer Kapitel 8, Vers 20 bis 22 lesen wir, das ist hier die Schlachter 2000, gehe ich von aus. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Johannes Kapitel 16, Verse 20 bis 22 sagt, Zitat, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Markus Kapitel 13, Vers 8 sagt, Zitat, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden Erdbeben geschehen hier und dort. Es werden Hungersnöte sein. Das ist der Anfang der Wehen. Genau, ne? Und was natürlich hier auch sehr auffällig ist, natürlich immer dieselbe Art und Weise der Darstellung, nämlich mit der Farbe Bronze, ne? Das sind ja Bronzeskulpturen alles gewesen. Und Jörg, da kannst du ganz bitte weitergehen. Ich habe da mal jetzt auf der Seite geistigerfelsen.de mal geguckt. Das ist so das Einzige, wo ich was gefunden habe über die Farbe Bronze, oder was sagt die Bibel über Bronze aus? Und das ist sehr interessant. Ja, Kupfer und Bronze, man darf auch hier in diesem Fall Messing nicht vergessen, ne? Was eine Legierung von Bronze ist. Ne? Ja.
In der Bibel wird Kupfer und Bronze oft mit Erz wiedergegeben. In manchen Bibelstellen ist statt Kupfer vielleicht Bronze gemeint oder vielleicht auch Messing. Erz wird in Gottes Wort oft mit Feuer in Verbindung gebracht. Sämtliche Geräte zum Opfern waren aus Kupfer oder mit Kupfer überzogen. In der Stiftshütte waren die Füße, Nägel und Ringe der Säulen im Vorhof in 2. Mose 27, das Becken 2. Mose 30, 18, der Überzug des Brandopferaltars und sein Gerät aus Kupfer gemacht. Im Tempel Salomos das eherne Meer, Säulen, Stühle, Kessel und anderes Gerät. Da habe ich jetzt mal den 2. Mose mal rausgesucht. Ne? Lesen wir mal eben aus 2. Mose, also das ist dann Exodus, ne, Kapitel 27. Vers 1 bis 8, da steht: Du sollst einen Altar machen aus Akazienholz, 5 Ellen lang und ebenso breit, dass er viereckig sei, und 3 Ellen hoch. Und du sollst auf seinen 4 Ecken Hörner machen aus einem Stück mit ihm, und du sollst ihn mit Bronze überziehen. Mache auch Töpfe für die Fetttasche, Schaufeln, Schalen, Gabeln, Kohlenpfannen, alle seine Geräte sollst du aus Bronze machen. Du sollst auch ein Gitterwerk aus Bronze machen, wie ein Netz, und 4 Ringe aus Bronze an seine 4 Enden. Du sollst es aber unter die Einfassung des Altars legen, von unten her, und das Gitterwerk soll bis zur halben Höhe des Altars reichen. Und du sollst zu dem Altar auch Stangen machen aus Akazienholz, mit Bronze überzogen. Und man soll die Stangen in die Ringe tun, dass die Stangen an beiden Seiten des Altars seien, wenn man ihn trägt. Als einen Kasten von Brettern sollst du ihn machen, dass er inwendig hohl sei, wie er dir auf dem Berge gezeigt wurde. Genau, ne, also interessant natürlich, ne, ein Brandopferaltar mit Bronze, ne, Bronze ist Zeitalter, deswegen habe ich hier diesen Daniel 2 in Rot, das ist eigentlich noch, was ich noch einfügen wollte, das bin ich jetzt nicht mal dazu gekommen. Das ist ja das griechische Weltreich gewesen, nach meiner Kenntnis. Und mit dem griechischen Weltreich haben wir uns auch schon ein paar Sachen verbunden. Ne? Das haben wir auch schon gesehen. Und denkt bitte auch an diese ganze Knabenliebe, an die Päderasterie und diese ganzen Dinge, die ja auch immer mehr ja, zum Kult gemacht werden, ja, zum Objekt der Anbetung. Ne? Weil wir müssen ja cool sein, wir müssen ja kultig sein, ja. Und da führt das eben auch dazu, dass eben da gewisse ja, Dinge, die einer natürlichen göttlichen Ordnung unterlegen sind, eben auch alles eben auf den Kopf gestellt wird. Ne? Das nur mal ja. So zu den alten Griechen. Ne? Darf ich mal kurz eine Bemerkung geben? Du hast gerade so das Wort so cool, alles muss ja cool sein. Ja. Man sollte sich vielleicht mal ein wenig die Frage stellen, wie dieser ganze Neusprech unsere Sprache eigentlich komplett umdreht. Früher war ein hübsches Mädchen, nicht cool wie heute, sondern da war sie heiß. Genau das Gegenteil. Im Laufe von 1 oder 2 Generationen werden die Worte total verdreht. Was früher heiß war, ist heute cool. Früher war es ein heißer Hit, heute ist es ein cooler Hit, um jetzt mal bei der Musik zu sprechen zum Beispiel. Ja? Es wird an so vielen Stellen komplett umgedreht. Was früher heiß war, ist heute kalt. Wie sagt die Bibel? Die Liebe bei vielen wird erkalten. So. Das ist sehr gut. Genau. Danke, danke. Ich habe jetzt hier nochmal so einen eigenen Gedanken reingeführt. Das kannst du mal bitte, du magst mal anlesen. Du hast eigene Gedanken? Ja, ich erlaube mir mal eigene Gedanken zu äußern laut. Das ist ja schön. Und ich mache das einfach. Also wir lesen mal Gerald seine Gedanken. Die Sphäre als ein Altar. Ein Brandopferaltar? Der Gedanke ist gar nicht mal so schlecht, weil Gott sagt hier ja ganz klar, du sollst ihn, wo steht das hier, 3 Ellen, du sollst all seinen 4 Ecken Hörner machen in einem Stück. Er soll gerade quadratisch sein oder sowas, ne? Oder viereckig sein oder sowas, ne? Warte mal. Ah, hier, dass er viereckig sei. Hier, voilà. Haha, der Altar, der Brandopferaltar des Herrn sei viereckig. Die Sphäre ein Altar, rund, keine Ecken. Guter Gedanke, Gerald. Die Skulpturen von Arnaldo Pomodoro bezeichnen den Beginn eines neuen Zeitalters, eines neuen Äons. Ja?
Die Art und Weise der Skulpturen auf deren weltweite Verbreitung lassen daran keinen Zweifel. Wir wissen, was mit dieser neuen Zeit gemeint ist. Die alte Welt, äußere Hölle, opfert sich, sodass aus deren Resten etwas Neues, die neue innere Kugel als Symbol für die Welt entstehen kann. Die innere Welt weist dabei deutliche Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen mit der alten Welt auf, sodass nicht von einer neuen Schöpfung, sondern von einer Weiterführung oder Fortführung des Vorhandenen, also der jetzigen Welt, ausgehen müssen. Getreu dem Motto, Rom ist unveränderlich oder die römisch-katholische Kirche ist Semper Eadem. Ja, genau. Ne? Also das war mal so mein nichtiger Beitrag. Und dann habe ich natürlich auch nochmal, was Filme angeht, auch nochmal einen zum Besten zu geben. Und das ist dieser Action-Hollywood-Kracher Predator, ja, der natürlich in den 90er Jahren und 80er, 90er Jahren total angesagt war. Und hier habe ich eine Bildszene mal rausgenommen. Und da seht ihr hier auch ein Tor, was bronzefarben ist, was dann aufgemacht wird. Und ihr seht schon selber Crime Scene. Ich erspare euch dann die nähere Ansicht, weil da hängen einfach Menschen geopfert von diesem Predator, von diesem Alien außerirdischen Wesen, ja, die übrigens uns auch noch in dem nächsten Skript definitiv noch beschäftigen werden, weil das wird nämlich hochspannend, dass wir nämlich auch eine vatikanische Alien-Agenda haben. Man mag es kaum glauben, ja, dass auch dort alle Wege nach Rom führen. Ja. Und auf jeden Fall führt man hier natürlich auch diese Alien ein, als ja, die Götter, ne, die werden hier auch als Götter verehrt. Übrigens sagt ja auch eine Schauspielerin El Diablo, also der Teufel. Ja. Das ist natürlich auch ganz interessant. Und dann sieht man eben, wie diese Götter eben hier sich Opfer suchen und diese entsprechend dann zurichten. Ne. Und wie gesagt, ich erspare euch das, was hinter dieser Tür ist. Ich habe da ein bisschen mit mir gerungen, aber ich mache das doch lieber nicht, weil ich denke, wer das sehen will, hier ist also nochmal der Anführungszeichen Filmtipp, ja, könnte auch unter dem also Crime Scene dann auch direkt bei YouTube euch mal angucken, wenn ihr das wünscht. Ist übrigens alles frei, ne? Da ist kein Code, nix, ne? Also da ist auch so ein Thema, was also YouTube total als eine Community-konforme Darstellung da zeigt. Ne? Ist also überhaupt kein Problem. So, und dann gehen wir mal ein Stück runter noch. Und dann seht ihr hier den Trophäenraum, wo sich gerade hier dieser Darsteller quasi am Ende dieses Films dann noch auf ein Duell zubewegt. Und wenn ihr euch das mal so anguckt, hier diese ganze Umsetzung, dann seht ihr auch hier, ne, diese bronzefarbene Gestaltung dieser Wände. Und wenn du jetzt mal weiter runter guckst, dann siehst du nur mal als kleiner Fun Fact, ne, Spaßfaktor, dass man hier das Podromo auch solche Sachen entworfen hat. Ne? Und ihr seht hier im Vergleich, ne, das ist eine gewisse Ähnlichkeit. Ne? Ist so ein bisschen futuristisch. Ne? Ist also im Prinzip vom selben Geist. Und hier geht es um ein Labyrinth, was von Arnaldo Pomodoro entworfen wurde. Und hier heißt es eben, wenn man dieses Labyrinth von Arnaldo Pomodoro betritt, taucht man in ein zeitloses Werk ein, das vergangene Welten und verschwundene Zivilisationen heraufbeschwört. Bitte heraufbeschwört. Man betritt es und damit gibt man dem System Kraft und Energie und beschwört es herauf. Und damit wird eben dann solchen geistigen Sachen Realität und das nennt man Magie. Das ist genau das, was Gott uns im Deuteronomium ganz deutlich verboten hat. Heraufbeschwören. Ja. Geister heraufbeschwören, Dinge heraufbeschwören. Ja. So, ne? Was für ein Zufall, ne? Auch hier, ne? Das ist alles sehr interessant. Und dann heißt es hier nochmal, das lese ich jetzt nochmal schnell vor, das ist im Prinzip das Letzte. Ja, ich habe jahrelang darüber nachgedacht, erzählte Arnaldo damals. Jahrelang, ne? Aber seit ich mich entschlossen habe, in diese Arbeit einzusteigen und sie fertigzustellen, gab es einen ständigen Kampf zwischen dem, was ich in meinem Kopf hatte und wie ich es umsetzen sollte. Ich bin sehr tief in diesem Labyrinth versunken. Es ist nie fertig. Das ist ganz eindeutig, weil du auf alle Fälle
auf alle Fälle im Dunkeln bleiben wirst. Das Labyrinth ist unser Leben. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wir wissen natürlich, dass ein Labyrinth ein Weg ist, aber wir wissen natürlich auch, wer für uns der Weg ist. Wir sind im Dunkeln und wir werden dann durch diese Lehren zum Licht kommen. Wir werden erleuchtet werden. Wir werden initiiert werden. Dafür brauchen wir den Altar im Tempel. Junge, es ist alles so offensichtlich. Tja. Tja. Aber nur die Ausgewählten doch für diese neue Weltordnung, oder? Ja, ja. Die nicht weggestorben wurden, ja. Es ist so offensichtlich. New York, in your face. Ja, echt wahr, echt wahr. Wie eine Ohrfeige, die du von 2 Kilometern weit ansehen kommst. Ja, ne? Aber die kommt mit Ansage, ne? Die kommt rangerauscht, die Ohrfeige, ne? Und immer wieder rein. Und die Leute checken es nicht. Vor allen Dingen, der Satz hier, ich bin sehr tief in diesem Labyrinth versunken, es ist nie fertig, das ist ganz eindeutig, weil du auf alle Fälle im Dunkeln bleiben wirst. Das Labyrinth ist unser Leben. Das heißt also, das Dunkle ist unser Leben. Und wir wollen ans Licht. Denk doch mal bitte an die Allegorie von Plato über die Höhle. Platos Höhlengleichnis. Da habe ich ein Video drüber gemacht in Englisch, ich glaube 2015. Irre lange her schon. Aber ich weiß es immer noch. War ein ganz, ganz tolles Video, was wir drüber gemacht haben. Ich habe mich da vorher auch nie mit beschäftigt. Aber sucht einfach mal, bitte. Hier, ich suche es mal eben raus. Entschuldigung, dass ich jetzt nochmal eben abweiche. Alles gut. Na? Platos Höhlengleichnis. Ja, da seht ihr hier die Ergebnisse, die ihr überall findet. Bei mir jetzt wahrscheinlich in Belgien andere als bei euch in Deutschland. Und dann guckt euch mal die Bilder an. Und wenn ihr dann die Bilder seht, was seht ihr denn da? Und mal sehen, kann ich das vielleicht mal ein bisschen größer machen? Das ist hier Wikipedia. Das müsste ja ganz groß gehen. Guck mal. Oh. Das ist das Höhlengleichnis. Erinnert euch das an irgendwas? Wir sitzen hier im Dunkeln. Man spielt uns irgendwas vor, was eigentlich nur Schattenspiele sind, wo die Sonne oder künstliches Licht auf irgendwelche Figuren geworfen wird und wir sind angekettet und können nur diese Richtung ausschauen. Und hier ist dann der eine, der sich befreit hat und dann endlich an das Licht kommt. Er ist der Erleuchtete. Das erinnert mich doch an diese Laterna Magica, die der... Ja, natürlich, ja, und Kino, ne? der das erfunden hat, der Jesuit Kino. Ne? Ja, ne? Anastasius Kirchner. Manchmal fällt es einem doch wirklich wie Schuppen von den Augen, ne, Gerald? Also wirklich, ist nicht wahr, also... Eieiei, das ist ja wirklich, Mensch, ist ja wunderbar. Dann link ich auch noch Platos Höhlengleichnis, Entschuldigung, Platos Höhlengleichnis, weil wir sprechen ja hier jetzt von einem Labyrinth, einer Höhle. Da muss man ja auch erstmal rauskommen, ist wie ein Labyrinth, ne? Ist wie uns Leben im Dunkeln und wir wollen eben an das Licht, was er jetzt hier so gar nicht sagt, ne? Er sagt, und ich erzähle es mal eben weiter, weil dir ist anscheinend die Stimme weggegangen. Es ist in unserer Suche, also endet es erst, wenn wir nicht mehr da sind. Also die Alten müssen sterben, dass die Neuen ins Leben kommen können, richtig? Als eine Arbeit im Vorausgang, idealerweise ohne eine Auflösung oder der Kontinuität, wurde in diesen Jahren der Bau des Labyrinths zu einer täglichen Verpflichtung für Pomodoro, einer ständigen Überarbeitung neuer Räume und Wege, die als Interpretationsweg für die im Laufe der Jahre um ihn herum im Labyrinth seines Lebens von ihm verstreuten Zeichen und Formen gedacht waren. Nur von dem Licht spricht er hier nicht, aber das ist genau der Punkt. Wir müssen im Dunkeln bleiben, dass wir leben im Dunkeln, im Labyrinth, aber er wird uns aus dem Labyrinth, ein Irrweg, gut gefunden, ins Licht führen. Genauso wie Plato es vor bereits 2500 Jahren mit der Menschheit gemacht hat, mit seinem Höhlengleichnis. Jetzt fällt mir noch was auf, Jörg, diese Mauer. Ja. Ne? Ja. Diese Mauer. Diese Mauer. Geh mal bitte. Das ist eine geistige Mauer auch, ne? Ja, geh mal bitte. Oh oh. Geh mal bitte in dem Skript weitere Werke von Marx auf die Seite 53. Auf die Seite 53. Wir machen ja, jetzt ja, was ja, ganz Moment, 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 Moment. Ja, 53. Ja, wir machen jetzt was ganz Furchtbares. Wir scrollen vor.
Ja, genau. Guck mal. Ei, gucke! Ist das. Ei, gucke mal! Ist das nicht? Jetzt kannst du noch mal bitte dieses. Ist Bild. Das hier nicht auf dem Altar ein Feueropfer, das hier gebracht wurde? Es ist doch nicht wahr. Es ist doch nicht wahr. Und ich habe die ganze Zeit schon überlegt, das sieht doch aus wie ein Feueraltar hier, ne? Ja, natürlich. Das sieht doch aus wie ein Brand, wie eine Brandopfer. Feuerstelle. Ja, ein Brandopfer hier. Ja. Ja. Und jetzt blende noch mal bitte dieses Bild ein, was du gerade hast von dem Höhengleichnis. Nee. Ist das nicht komisch? Ist das nicht komisch, dass wir auch genau hier auch hinten diesen Durchgang haben? Wo du durchläufst? Naja, das ist jetzt hier nur so dargestellt. Ne? Also, mittlerweile bin ich da, also es gibt verschiedene Bilder von dem Höhlengleichnis. Also das war jetzt nur eins. Ne? Hier, das zum Beispiel ist ein sehr, sehr bekanntes Bild. So eins hatte ich damals auch gebraucht in dem Video. Mensch, ja, kann ich nicht. Ja, du musst erstmal akzeptieren. Ja, nee, will ich nicht. Hier, seht mal. Akzeptiert das nochmal, Jürgen. Das hier zum Beispiel, ne? Aufstieg in die reale Welt und dann Gefangene in der Höhle, Schattenbilder als Abbild realer Gegenstände, dann die wirklichen realen Gegenstände, Feuer als Lichtquelle und Aufstieg in die reale Welt. Also es ist nicht unbedingt mit so einer Mauer abgetrennt, aber es ist halt aus so einer Höhle heraus. Ne? Hier sehen wir nochmal so ein anderes Bild. Und hier vorne steht dann der Priester, der euch dann erklärt, wie alles sein soll. Genau wie in der Kirche. Ja. Ah, schön. Gut, Platos Höhlengleichnis. Jo. Das ist so genial. So, und jetzt haben wir gleich mal die Überleitung. Also hier sind wir jetzt erstmal durch mit der Arnaldo, ne? Ich habe noch was und zwar zum Ablenken. Zum Ablenken? Ja, im Chat, also der Film mit diesem Dunst da, der halt die Stadt da eingehüllt hat, das ist ein französischer Film. Ein Atemzug weit weg. Brotherway, ja. Und nicht also, atmen. Ja, wenn man nicht atmen soll, dann stirbt man dann. Und Gott hat uns ja Leben durch das Atmen. Das Atmen uns eingehaucht und somit leben wir. Und hier sollen wir nicht atmen. Also die Alten müssen weg. Gott hat den Atem des Lebens durch seine Nasenlöcher eingeatmet und der Mensch wurde eine lebende Seele. Und übrigens, das sind nur ausgewählte Kinder. Das sind Kinder mit irgendwelchen Problemen, die in so einem Bubbles leben und nur diese können in der neuen Welt dann überleben. Ja, also das ist natürlich mehr als ein Zufall. Ne? Also hier ist natürlich auch Symbolik ohne Ende. Ne? Ja, Jörg, so, dann würde ich mal sagen. Nee, sag mal. Dann sag ich mal, Entschuldigung, dann sag ich mal. Geh mal bitte auf die Seite 46 in dem Skript weitere Werke. Ja, da wollten wir anfangen, aber wir sind langsam am Ende angekommen für heute. Ne? Ja, deswegen, ne, da würde ich bloß mal einmal zeigen, weil es klappt uns sowieso mal keiner wegen diesen ganzen Vorgriffen, vor allem wie du, Jörg, immer netterweise machst. Und deswegen ist das da war doch einer, der was so kommentierte, von wegen, dass ich immer so spoiler, dass er jetzt da ganz besonders drauf achtet oder sowas. Ne? Ja. Naja, wie gesagt, ich übe mich total in Zurückhaltung, aber du kannst ja mal trotzdem auch mal dann das mit einbringen, das Bild. Ne? Also Jörg, du hast heute wunderbar heidnische Babylon in Szene gesetzt und hier das entsprechende Bild dazu. Ne? So, ne? Also würde ich sagen, machen wir dort das nächste Mal weiter, oder? Oder wie wollen wir das handhaben? Ja, Babylon und jetzt machen wir heute mal mit ein bisschen weniger als 2 Stunden Schluss. Und das wird auch einigen Leuten, glaube ich, mal gefallen. Ich kenne eine Person, der gefällt das ganz besonders gut, wenn wir etwas unter 2 Stunden mal bleiben. Und ich hoffe, es hat den Zuschauern gefallen, es hat ihnen Erkenntnis gebracht und es hat hier und da Ansätze gegeben, auch zum selber nachforschen. Wie gesagt, ich werde den Link von diesem, was war das hier, diesem englischen Link hier diesem Pinecone hier, ne? Also wo man da über den Vatikan und den Tannenzapfen forschen kann mit Gräben. Aber ich sage euch gleich, das wird wahrscheinlich eine ziemlich offizielle Webseite sein. Ihr müsst immer sehen, dass ihr die nicht offizielle Lehre hiervon berücksichtigt, was diese Dinge wirklich im Okkulten bedeuten. Und da steht nicht bei Seiten wie Wikipedia und sowas bei. Also der Tannenzapfen ist genau wie die Lilie.
Und der Mistkäfer, also der Skarabäus und all solche ganzen Dinge, das hat alles verschiedene Bedeutungen im Okkulten, also im Verborgenen. Und das Verborgene kann man hier und da ruhig mal ein wenig aufdecken, weil dann versteht man viele Dinge auch besser. Aber ich glaube, der Knackpunkt, den ich über Babylon heute gesagt habe, war, wir dürfen nie vergessen, damals hat Gott den Turm von Babylon zerstört und hat die Menschen eben in alle, sage ich jetzt mal, alle Ecken der Welt verteilt, durch ihnen verschiedene Sprachen zu geben, dadurch, weil sie eben alle eins sein wollten. Und da ist Gott dagegen. Gott sucht Einheit, ja, aber Einheit in der Wahrheit und nicht Einheit in der Lüge und schon gar nicht in der katholischen Lüge. Also, dass wir Christen gegen Einheit sind, ist überhaupt nicht wahr. Man muss nur sehen, welche Einheit, wofür sind wir denn? Der Vater will angebetet werden in Geist und in Wahrheit von allen, die ihn lieb haben und seine Gebote befolgen. Da möchte ich zugehören. Und dann bin ich eins mit meinen Brüdern und meinen Schwestern. Dann bin ich eins, genau wie ich mit Gerald und Marius, auch wenn wir uns hier über Skype nur verbinden und nicht wirklich nebeneinander sitzen, wie ich mich damit eins verbunden fühle, so möchte ich da auch eins sein. Aber bitte schön in der Wahrheit und in der Wahrheit des Vaters und in dem Geist des Vaters. Da möchte ich eins sein, nicht wie diese Welt. Und die haben eben damals in Babylon diese, sage ich jetzt mal, diese Zerschlagenheit, die Gott geschaffen hat durch die verschiedenen Sprachen, dadurch wieder verbunden, haben da Brücken gebaut. Ne? Pontifex Maximus, der oberste Brückenbauer, ist natürlich auch der oberste Freimaurer, auch wenn er das niemals zugeben würde. Und er baut diese Brücken der Verständigung durch eine einheitliche Sprache wieder einzuführen. Und das ist eben die Symbolsprache, die die seit Tausenden von Jahren beherrschen. Und wir müssen uns eben als Uneingeweihte da auch ein wenig mit beschäftigen, weil dann verstehen wir auch viel besser oftmals, was gemeint ist. Und das ist ein bisschen so für mich so die Quintessenz der Sendung heute, die ich hiermit gerne mal kurz zum Abschluss bringen wollte, weil ihr wisst, ich mache selten ein Schlusswort, aber heute finde ich das mal angemessen. Und das sollte es gewesen sein. Und jetzt gebe ich gern das Mikrofon an meine beiden wunderbaren Brüder Gerald und Marius, wobei der Gerald wahrscheinlich den Anfang machen wird und dann der Marius zum Ende kommen wird. Dankeschön für euch, heute da gewesen zu sein und die wunderbaren Beiträge und bis zum nächsten Mal. Dann mache ich es ganz kurz. Vielen Dank, Jörg, für deine Ausleitung. Und ich will jetzt bloß einfach eins noch sagen, dass wir also dann mit Babylon bei der nächsten Lesung weitermachen. Und auch hier ist es wichtig, die Zusammenhänge nur mal grob zu erkennen. Und wir werden dort ein paar Sachen, ein paar Fakten mit reinfügen, die euch auch wieder ein paar Anregungen geben und vor allem auch zum Nachdenken anregen werden. Das hoffe ich zumindest. In dem Sinne, Marius, gebe ich dir gerne das Wort und verabschiede mich schon von den Zuhörern. Und ja, Maranatha. Ciao, macht's gut. Dann mache ich auch ganz kurz, ganz, ganz kurz heute. Lassen wir uns von diesen Künsten, von diesen dunklen Künsten nicht beeinflussen und was auch von diesen religiösen Dogmen zu halten ist. Da gibt in zwei kleinen Abschnitten, die ich ausgewählt habe, die Bibel deutlichen Aufschluss drüber. 1. Korinther 4. Das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Denn wer gibt dir den Vorzug? Und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Offenbarung 22. Fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches, diese Weissagung,
so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald, Amen. Ja, komm, Herr Jesus, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Maranatha.